Ich Ich bin mal würde aus es dem dem. Spiel zutrauen. Ich bin. Okay. Ich liege auf einer Insel. So, Okay, ich was habe habe ein ich als Messer und einen Eigenschaft? Brief. Ich habe hier einen hübschen Brief. Von dir wahrscheinlich. Vermutlich. Ich sehe dich dort drüben. Nachricht erhalten. Was Was? steht denn drin? Lass die Beutespiele beginnen. Kannst du kämpfen? Tägliche Herausforderungen mit. Okay. Sehe ich dort hinten. Ich bin auf der Insel. Ja. Du liegst jetzt auch irgendwie vor einer Insel. Ah, cool. Was habe ich jetzt hier bekommen? Was hätte man noch bekommen können? Oh Mann. Perle im Dunkelheit. Was ist das denn? Ich komme an Bord. Das Schiff Ach, sieht aber volle ziemlich schäbig Belohnung. aus. Ah, das ist die Truhe. Truhe des ewigen Leids hätte es noch gegeben. Mann an Bord. Okay, ich werde das wahrscheinlich nochmal mit dem Achievement Zeit Hallöchen. machen. Ich hole mir das neue Messer unten mal im Moment. Was ich jetzt nicht habe, ist sehr toll. Ja, du hast Sicht, deshalb hole ich es mir. Dann guck ich mal, wo wir sind. Wir sind bei. Oh! Cool, wir sind fast da. Lass uns mal zum nächsten Außenposten. Jo, einfach Südosten. Willst du fahren oder soll ich? Und du auf jeden Fall. Moment. Und dann sollten wir noch unser Schiff anpassen. Das sieht hässlich aus. Ja. Sandy Shallows. Sind wir in der Nähe von Sandy Shallows? Genossen. Jo, sind wir. Dann können wir den Captain noch einmal mitnehmen, den ich gerade hier random gefunden habe. Und wo Okay. ist das andere? Machen Lone Cove. Ist Lone Cove in der Nähe? Lone Cove ist nicht auf in der Nähe. Dann gönnen wir dir auch noch mal einen Bosskampf, würde ich sagen. oh je. Aber wir wollen dann weitermachen mit dem nächsten Level, also Ja, nicht klar, zu lange. es liegt legit auf dem Weg. Das ist die erste Insel vor uns. Alles klar. Na dann. Machen wir wenigstens eine hübsche Flagge dran. Das sehe ich, wenn die Kanonen schon nicht hübsch aus sind. Ja, die Kanone. Ich glaube, ich könnte mir sogar demnächst was leisten. Wir müssen wirklich nur geradeaus eigentlich. Na dann, volle Damit wir auf Fahrt. der anderen Insel landen. Da vorne ist Flagge es Blue. schon. Oh, wir haben auch eine neue Flagge. Neue Flagge Blue Horizon. Die Haben sieht wir? aber scheiße aus. Warte mal, ich gucke. Ich komme mal eben hoch. Hier, so sieht's aus. Na, wodurch? Ich habe keine Meldung gekriegt. Ist die einfach so als Update dabei Nee, gewesen? du hast eine Meldung bekommen. Die hast du mit Abschließen des Levels gekriegt. Ach Hier, guck. ja, Das ist die stimmt. blau-weiße hier oben. Sieht aber Ja, scheiße ich habe es aus. gesehen. Ja, das stimmt. Ich mache mal wieder diese hübsche Regenbogenfarbe rein. So. Komm runter. Autsch. Da ist die eine Markierung, die andere wird gar nicht angezeigt. Ah, schade. Ach, nach rechts müssen wir. Schön, wenn man jetzt wüsste, wie die Begriffe heißen. Steuerbord. Ja, aber das. Was davon ist Steuerbord, was ist Backbord? Steuerbord wird mit R geschrieben wie rechts, deshalb ist Steuerbord rechts. So, Sandy Shallows, Nicht schön dann. aus. Oh, ich glaube, ich sehe unseren Boss. Und wir haben keinen. Du hast den Speer nicht mitgenommen, oder? Konnte ich nicht. Aber Sehr wozu? schade. Du hast Waffen, oder? Ja. Proviantfass. Du kämpfst schon in der Oberfläche. Ich nehme mal Bananen mit. Ja, woran wurde ich getroffen? Ich weiß nicht, vom Boss. Aber wir schießen einfach fröhlich auf die Krabben. Bis sie drauf gehen. Haben wir noch mehr Menschen?
So sollte sich sie auf die Oha, Seite. Scheiße. Mann von Bord. Oh nein. Wird mal aufladen. So, und da hinten ist der tatsächliche Boss. Wo ist er? Oh, der hat was gedroppt, oder? Yo! Ich sehe da zwei Skelette. Was hat er gedroppt? Ich hab was Geiles. Okay. Kann sein, dass gleich mehr Zeug spawnt. Ich habe hier noch Maden. Ich bring mal ein paar Maden mit. Du hast also gegraben. Nicht, hier Fässer. Okay. Ich kann die Sachen nicht mitnehmen. Okay, ich habe ein paar Maden. Ja, ich würde sagen, wir kämpfen aber jetzt erstmal. Skelette, die sind gar nichts im Vergleich zu den. Hier, Modi. Ein paar Maden. Was posten ich eben mit? Ja, ich weiß, dass es Maden gibt. Die benutze ich oft zum Angeln. Haben nicht so lecker geschmeckt. Goldskelette. Was? Ach komm, scheiß drauf. Ich kämpfe gerade. Ich habe gerade Maden gegessen. Ich glaube, mir ist ein bisschen... Gute Arbeit. Macht man denen überhaupt Schaden? Nee, aber die machen mir Schaden. Doch, man macht ihnen Schaden. Oh, Geister! Hier ist gerade mal eine Banane. Ja, schön. Und ich kämpfe hier offensichtlich gegen Geister. Das ist praktisch. Dabei gab es doch heute gar kein Weißbrot. Geister! Ich mach denen scheinbar keinen Schaden. Ich glaube, man macht ihnen Schaden, aber ich weiß nicht, wie viel. Doch, eins ist hier nicht kaputt wirklich. Gegangen. Ich kämpfe auch gerade gegen Geister. Tat abgeschlossen. Sind sie die geilen Phantom? Ich wurde gerade von der fucking Schlange gebissen. Ich auch. Ich bin schon 14. Bin ein bisschen benebelt. Ich hab nichts mehr zu futtern. Ich halte ihn nur mit Fernkampfwaffen Schaden. Anscheinend. Und toll, und Ananas. Natürlich muss. Nein. Wir auch Bananen holen. Haben wir hier eine Munitionskiste irgendwo? Wir haben hier eine Ananas. Eine Kokosnuss. Oh, ich hab eine Idee. Was für eine Idee hast du? Erzähl mal. Moment. Lock die Jungs in die Mitte. Ich habe ein Sprengfass gefunden. Okay. Errungenschaft freigeschaltet. 5 am Tag. Hast du noch Schüsse? Wovon 5 am Tag? Hier steht gerade ein. Das ist ein Skelett. Kannst du noch schießen oder kannst du nicht mehr schießen? Ich habe noch Schüsse. Moment. Immer noch? Ja. Aber warte, die sind gerade hier im Wasser. Die sind gerade. Lock sie zum Sprengfass. Lock okay. Sie zum Sprengfass und baller das Ding weg. Kann momentan nicht schießen, deshalb. Da kommt ein Geist. Kannst du mal um den Geist kümmern? Den Typen kann ich erledigen. Der kommt aber irgendwie nicht her. Der kämpft auch mit uns. Oder sind das andere Spieler? Nee. Na, komm her, komm. Ja. Komm zu Daddy. Die wollen irgendwie nicht, die stecken im Wasser fest. Komischerweise, weil sie rosten. Oh. Das ist ja geil. Die rosten im Wasser. Und dann können sie Schaden kriegen. Ach so. Das ist ja eine insane gute Idee. Sehr gut. Haben wir das Problem gelöst. Wo ist der Boss, den wir eigentlich hätten treffen müssen? Ah ja, hier. Schießt du bitte mal den Kollegen mit dem Fass weg. Nicht das Fass! Okay. Das ist ein toter Modi. Kannst du mich wiederbeleben, oder? Ich versuch's, ich werde aber gerade bombardiert. Ich bin auch tot. Cool. Aber unser Schiff lebt noch, also von daher. Ich habe versucht, beim Versuch, dich zu retten. Ja, ich hab's gesehen, ich hab's von oben gesehen.
Das war wieder sehr lustig. Was habe ich da in der zweiten Dinger eigentlich gefunden? Ah, Smugglers Bay sind wir überhaupt nicht in der Nähe. Warum esse ich im Tod gerade Früchte? Tja. Hey Modi. Und hey Koit. Kyvot. Meister der Festungsbeute. Ja, gut. Das ist ein R. Wir sind ja in der Open World wieder. Ich bin auch auf dem Schiff. Schicksal der Morningstar. Oh lol! Ich glaube, der Captain erledigt sich gerade selbst. Okay, ich bin wieder auf dem Schiff. Es gibt jetzt verschiedene Gegnerfraktionen, die sich gegenseitig angreifen. Cool. Du bist. Ich war gerade in dir. Jo. Wie war's? Verstörend. Nee, lass sie mal ganz in Ruhe. Ich möchte wissen, ob der Captain noch hier drauf geht oder. Captain? Ja, das Skelett, das wir eigentlich hier besiegen wollten, weil Schädel. Verdammt. Der gerade angekotzt wird. Treffe ich den überhaupt? Ich bin unsicher, ob ich die Jungs hier treffe. Gerade. Ja, ich treffe sie. Okay, der Ankotzen ist gerade gestorben. Ja, der Captain teilt ordentlich aus. Oh cool, und wir haben da auch noch. Treffen wir den Captain überhaupt von hier aus, oder? Wir haben eine sehr hohe Reichweite, also ja, ich denke schon. Ich will aber erstmal den Kleinen fertig machen. Versuch mal was. Ne, das bringt nichts. Wolltest du ihn mit der Kanone erschießen? Ja. So macht Sea of Thieves doch Spaß. Einfach am Schiff stehen und irgendwas abschießen. Ja. So, das war eins. Ein Krabbenbezogen. Ja, wir treffen ihn definitiv von hier aus. Ich scheinbar nicht wirklich. Nee, das sieht nicht so aus. Ja gut, doch, er zuckt zusammen. Das heißt, es gibt Trefferfeedback. Hat aber ziemlich viele Leben. Ja, ist ein Boss. Und er ist tot. Oha, da kommt eine Muschel auf uns zu. Da kommt eine Krabbe auf uns zu. So, Insel gleich aufgeräumt. Ja, und wir haben sehr viel Loot. Ich fange mal mit dem. Könnten Sie bitte gehen? Danke. So, was haben wir alles für Loot? Wir haben so, einmal. Ich habe auch was in der Hand. Ich nehme an, du hast den grünen Rubin, den Smaragd. Sieht ziemlich grün aus. Jo, dann fehlt noch der Schädel und dann haben wir alles und dann können wir alles abgeben und dann sind wir glücklich und kriegen Geld. Yay. Geld. Was mit den verschiedenen neuen Gegnertypen, das finde ich echt spaßig, dass sie sich gegenseitig angreifen. Ist noch was zu holen, oder? Der Schädel, der hell leuchtet da hinten. Dann hol du mal. Oh, das ist ich hab noch einen Geist. Da gibt's einen Geist. Oh! Was? Skelette. Goldbeutel! Goldbeutel! Und einen garstigen Schädel. Und eine Mission haben wir erhalten. Wir werden jetzt aber keine Folgemission machen, wir werden jetzt zum Außenpost gehen, das Zeug verkaufen. Ja, wir werden Fluch der Karibik weitermachen. Hauptstory machen, ja. Aber das ist cool, dass es jetzt so viel Zeug zu tun gibt. Bin überrascht.
So schießt man noch ein paar Skelette ab. Ich würde sagen, wir wenden. Mach das. Achtung, bereit machen fürs Reparieren. Wir könnten die Insel rammen. Okay. Ich habe zwei Planken. Und her. Ach, nur knapp. Geht noch. Es geht. Da geht noch mehr. Nö, noch nichts kaputt. Wie nichts kaputt? Nichts kaputt. Ja, stimmt, man hat das geschafft. Und voll Segel setzen. Geradeaus. Auf den nächsten Außenposten. Nö, nach Südosten müssen wir. Hast du markiert den Außenposten? Ja, ja, ich habe ihn markiert. Ach, da hinten. Das ist die lustige lila Luftschlange da vorne. Aha. Oder wie auch immer man das beschreiben will. Schießt du gerade auf die Skelette mit der Kanone? Nö. Offensichtlich doch. Was haben wir denn so im Proviantfass? Wir müssten was? Gar nichts haben außer Standardzeug. Bisschen östlich hier müssen wir. Okay, ich tu mal die Maden und die halbe. Ach, da ist das Ding daneben. Oh, hey, erinnerst du dich an den riesigen Felsen, der aussieht wie ein riesiges Tor? Nö. Ah, doch, das Ding. Ich wollte damit sagen, wir sind an dem Außenposten. Alles klar. So. Es wird erstmal gesoffen. Keine 5 Minuten an Bord, schon seufzt er. So muss das. Für den Scheiß bleibe ich doch nicht nüchtern. Oh Mann. So ein bisschen besoffen Musik spielen. Segel ein bisschen einholen und Vorsicht! Ja, ich schwanke gerade ein bisschen. Danke, ich sehe nichts. Und haben wir was gerammt? Wir haben nichts. Nee, ich weiß nicht. Wir haben nichts gerammt. Okay, dann stoppt ihr Zeug und verkaufen. Ist gerade ein bisschen schwierig. Muss ich erstmal hinkommen. Muss ich erstmal treffen. Ich verkaufe jetzt Karte. So, ich habe einen blauen in der Hand. Wo ja. Kann ich den verkaufen? Überall. Unter Deck wahrscheinlich nicht. Du kannst den bei den Händlern oder bei der Skelettfrau oder bei Schnaps. Den Kistentypen verkaufen. Das geht überall. Oh, ich bin wieder nüchtern. Das ging ja schnell. So, 1800. Ja, Mensch. 22.000. 30.000. So, bei dir kann ich das bei dir verkaufen, das Ding. Okay, ich habe irgendwas verkauft. Sirenen-Saphir. Ja, ich bin auf Stufe 15.
So hast du jetzt halt schon verkauft, oder? Nein, das rote Ding fehlt noch. Wo ist das Schiff? Da, wo du es geparkt hast. Du hast es geparkt. Richtige Richtung. So, ich hole noch den roten. 150.000 Gold habe ich insgesamt schon. Ich habe 26.000. Ich habe 150.000 insgesamt. Tja. Und ich kann einen neuen Titel Rubin. auswählen. Nice. Sehr schön. Autsch, das tat weh. Auf Land gestoßen. Guck mal eben, was ich so an Dings Mach und das. Und dann geht's Fortschrittssachen weiter. Und dann geht's gekriegt weiter mit der nächsten Quest. Oh, das Ding auf Stufe 15 sieht cool aus. Willst du's kaufen? Ja, er will es kaufen. Und 29.000. lol, wir müssen auch neue Segel haben. Okay, wo können wir es ausrüsten? Moment, ich guck mal eben. Mach mal Kanonen und so weiter, mach mal hübsch das Boot. Wir wissen ja nicht, wie lange wir es brauchen. Ah, hier ist der eigentliche Ablegeort. Dann schauen wir doch mal. Vielleicht kann ich mir sogar was kaufen. Und hier ist die Dame hier für den. Die Ja. Hauptquest. Ja, ich habe sie schon gesehen. Die versunkene Pearl haben wir jetzt geschafft. Das ist alles ein Dunkle bisschen Brüder. teurer. Was ist denn jetzt die nächste Quest? Ein Ja, Piratenleben? ich komm gleich rüber. Die versunkene Pearl? Ah, Ja, Captain kann ich der ja nichts Verdammten, das ist lassen. jetzt glaube ich das nächste. Erinnerungen an vergangene Abenteuer können die Schlüssel zur Rettung der Zukunft zwei Welten bedeuten. Ich glaube, das So. ist. Ja. Jo, Captain der Verdammten. Dann rede mal. Oder schweige. Haben wir beide abgestimmt? Ja, eigentlich schon. Wir können auch für nichts anderes mehr. Hallo? Ah, wir müssen vielleicht mit dir reden. Wäre schon. What do you do? To plunge into the icy depths and face the hatred that dwells below the waves. That is not easy. But in the dark, you found the heart of the Black Pearl. Nein. Loyal. Mr. Gibbs, Nein. you are no longer my only guest. Nein. Ah, we Ah. meet again. Oh. This fine Ja. woman's been telling me Vielleicht about mal der Story zuhören. schemes we found ourselves upon. Seems we won't be wanting Zum for adventures Geburtstag, here. viel Glück. As of course the goings on in the sea of the dam. I have been telling Mr. Gibbs that the sea or the dam is a place shaped by the lives of those who live there. The cursed captain, he not know it. But the town where him spent eternity is drawn from him own lost past. And that's what's got us thinking. If we can follow footprints to find the boots, what's made him, we can use a man's life to find the man. Now I've sailed with Jack Sparrow longer most, so I've more than a few tales of his past misdeeds tucked away in the old mazard. Our lives are threads in a tapestry. They loop and they tangle. The stories Mr. Gibbs tell helps me tease out the golden thread of Jack's path as it winds through the sea of the damned. Now it falls to you to follow it. But as to Jack's precise location,
we're still at a bit of a loss. You'll need this back for the best chance of finding him. Dann nimm mal. Ich nehme. Most truly, me to save the Sea of Thieves from David Jones. Then the compass will point the way. All I can do is draw back the veil. Okay, sie geht wieder in die Truhe. Was gibt's? Ein Kopf. Bitte iss jetzt nicht den Schädel. Oh. Sie trinkt aus dem Schädel. Ich will den Schädel nicht essen. Sie trinkt aus dem Schädel. Der Kompass, er dreht sich. Okay. Oh nein, wir müssen nach Kompass segeln, oder? Ne, wir müssen nur zur Insel. Guck mal dort, wo das Licht ist. Oh. Ist offensichtlich nicht weit. Downright inconceivable. So I've scrawled down all that I can in these here notes. You'd best take them for the journey. I'd tag along, but if I try to leave without making reparations to the lass Lorena, who gave us food and lodging, not even the Sea of the Damned will hide me. Best of luck to you. We're all counting on you to bring Jack home. Okay. Wir müssen Jack nach Hause bringen. So, wir haben auch Simons Gun erhalten. Ikoniken von Captain Jack Sparrow. Steh im Feuer. Logbuch. Was gibt's zu sehen? Ich lese gerade. Ich lese in dir. Ich glaube, das hier hat nichts mit der Quest zu tun, sondern ist einfach nur Information. Ich glaube auch nicht. Also aufs Schiff. Na, ich lese noch fertig. Das ist interessant genug. Bin ich mal auf dem Schiff. Sofern ich es finde. Also nicht auf dem Schiff. Du gehst wahrscheinlich jetzt einkaufen. Nö, ich bin auf dem Schiff. Gleich. Oh mein Gott. Ich glaube, hier wird die gesamte Story von der Filmreihe nacherzählt gerade. Das könnte gut sein. Zum Geburtstag viel Glück. Ne, Modi hat glaube ich heute nicht Geburtstag. Ne. Irgendjemand, der Zuschauer, hat Geburtstag. Okay, ich bin jetzt gerade in Film 3. Wenn ich das auf YouTube hochlade, irgendjemand hat dann Geburtstag. Ne. Irgendjemand schaut das an seinem Geburtstag, also. Herzlichen Glückwunsch. Happy Birthday, Happy Birthday to, ich weiß nicht wie du heißt. Hübsche Segel haben wir da. Komm mal rüber, Molly. Okay, ich habe alles durchgelesen, es ist interessant. Aha. Aber absolut nichts Relevantes. Na dann. Es waren nur die Filme und wahrscheinlich ein bisschen was Disney vorgegeben hat, von daher. Alles klar. Na dann Anker lichten. Moment, ich hab mich vorbeigeschossen!
volle Fahrt voraus. Wo müssen wir hin? Ach ja, grün. Stimmt. Tatsächlich volle Fahrt voraus, aber wir sollten vielleicht an der Insel vorbei. Haben wir ein Loch? Oder ich haben weiß wir noch nicht. Ein bisschen Schiff zwischen den Löchern? Ja, sieht ein bisschen wässrig aus hier. Aber ich sehe kein Loch. Ich schaue mal. Tatsächlich keins. Doch, da haben wir eins neben der Karte. Autsch. Lass mir selbst ins Gesicht geworfen. Mhm. Oh nein. Kriegen wir jetzt hier so ein übel langes Intro, was wahrscheinlich wieder dasselbe sein wird wie beim ersten Mal. Ich weiß nicht. Ich hoffe nein. Ich mache gerade das Schiff sauber. Ich bin aber wirklich gespannt, gegen was wir jetzt kämpfen. Wir werden sehen. Ich hoffe wirklich auf Geister. Hoffentlich nicht wieder einen gegebenen Kraken auf dem Schiff. Nee, der Kraken ist durch. Der ist irgendwo unten. Andererseits, ich glaube, der paart sich mit dem ursprünglichen Sea of Thieves Kraken gerade. Ja, denkbar wär's. Und ich bin ziemlich sicher, der Tote aus der Gräbe ist auch irgendwo dabei. Das sind Dinge, über die will man eigentlich nicht nachdenken. Okay, jetzt rein dort. Rein geht's. Ja. Ich stecke. Ich auch. Wo kommen wir hin? Es ist eine andere Sequenz. Glaube ich. Mhm. Nein, da ist der Papagei. Es ist keine andere Sequenz. Oder? Sind es wieder Ansagen vom Fahrgeschäft? Okay. Was los? Und vor allem haben wir eine Planke. Ja, vorne am Schiff haben wir. Was, wo man rüberlaufen kann. Okay, ich kann gerade nicht hoch. Interessant. Natürlich können wir das nicht. Das ist ein Ladescreen. Ey, die Jungs sind wieder da. Ich kann Kanone abfeuern. Ich kann ihn voll ins Gesicht schießen. Sie sind tot, was wollen sie machen? So, warte. Ich glaube, ich habe getroffen. Kann sein, dass die Dinger hier gar nicht mehr fliegen. Kann sein. Jo. Wir können nicht mehr schießen hier. Tja. Es ist das Fahrgeschäft. Was für Fahrgeschäft? Das ist in Ansagen aus dem amerikanischen Disneyland. Weil das ganze Fluch der Gräbe-Zeug basiert auf einem Fahrgeschäft. Aha. Falls du es nicht wusstest. Ne, wusste ich nicht. Ich war noch nie in Disneyland. Ich auch nicht. Wir haben Geister, die unser Zeug saufen. Oh. Was macht ihr hier? Okay. Mal ein bisschen Koks saufen. Hilft vielleicht. Ja, ich bin gespannt, wie Buggy's Hit sein wird. Molly, auf dich. Oh, Ja. Da war. Scheiße, ich muss mir noch einen Titel geben. Schiffsbrüchiger der Schraut. Steht bei dir gerade. Ja, ich weiß.
Die Regenbogenflagge. Und dieses absolut unpassende Segel. Ja. Das sehr ist so schön. Gut. Wenn ein Charakter in der Story-Sequenz auftaucht. Ja. So, Kleidertruhe, nein. Habe ich neue Kleidung? Umsegelt die Weltmeere mit allen Spielern. Hä, was? Sind wir dann Overworld oder was? Ja, wir sind durchgefahren, wie es ausschaut. Oder auch nicht. Ah ne, da müssen wir anlegen. Da haben wir hier. Guck mal, der. Vor uns. Ich bin über Bord. Der flüsternde Sumpf. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass ich über Bord bin. Ich glaube eher nicht. Wir werden sehen. Ich schwimme hinterher. Ach! Molly ist auch über Bord. Nein, Molly. Bin ich nicht. Ich schon. Okay, wir sind beim Sumpf von der Sumpfhexe, deren Namen ich vergessen habe, obwohl ich ihn vorhin noch im Buch gelesen habe. Siehst du, wo ich bin? Ich schwimme so ein bisschen hinterm Schiff her. Ah, da, Leiter. So. Ich bin wieder an Bord. So, ich mache aber auch folgendes. Okay. Ach, lol. Cool. Wir fahren jetzt gerade dorthin. Hier. Guck dir mal das Schwert an, was ich gerade habe. Was für ein Schwert ist denn das? Von den Auszeichnungen, die sollte ich eigentlich nicht haben. Sollte man hier eigentlich lenken, oder? Nö, ich glaube, das lenkt von selbst, oder? Ich glaube, nein. Nee, sieht nicht so aus. Nein, offensichtlich nein. Wir machen hier viel Quatsch und jetzt haben wir das Schiff kaputt gemacht. Haben wir ein Loch? Na, wo soll man hin? Ich weiß nicht. Jo, hier ist irgendwo ein Loch. Das ist wieder so typisch. Ja, ich mach's. So, noch gefixt. Möchten Sie rechts oder links lang? Im Zweifel links. Dann einmal nach links. Ich glaube, hier werden wir auch super viel erkunden müssen. Ja, wenn wir alle toll. Fenster haben wollen. Deutsch gesagt, ich werde hier sehr viel erkunden müssen, wenn ich alle Achievements will. Ich will es einfach durchspielen. Ja, du willst durchspielen. Ich möchte schon ganz gern alle Kosmetik-Sachen haben aus der Story. Vor allem, was es auch Schiffsteile gibt, von daher. Ich weiß nicht, ob du die finden wirst. Ich denke schon. Okay, dann mal Blümchen im Wasser. Da müssen wir anlegen, glaube ich. Ich würde sagen, dort links. Moment. Das sieht interessant aus, dort links. Da. Da, Modi. Ich glaube, da müssen wir ran. Oder auch nee, nicht. Das ist davon, da sind wir schon an diversen vorbeigefahren. Wir kennen doch das Haus, an das wir ran müssen. Sind doch beide mit der Hexenhütte vertraut. Mehr oder weniger. Es ist das grün leuchtende Haus. Irgendwo am Ende vom Sumpf. Andererseits hier ist die Fackel. Kann ich gerade mal hoch? Ja, ich kann hoch. Ich würde sagen, ich anker mal eben Ausschau hier. Halten. Sind wir schon da? Nö, aber ich will mir das mal angucken. Ich meine, wenn wir schon hier sind. Wo müssen wir denn hin? Ich glaube, hier einmal rum und dann. Ich weiß es nicht, aber ich möchte mir das mal angucken hier. Ich meine, wir können ja überall hier hin. Vielleicht gibt es Secrets oder so. Oh, die Vögel. Die Vögel? Ich sehe dich. Hier gibt's absolut gar nichts. Dann komm wieder an Bord. Ich spanne dir von oben. Wenn wir einmal in irgendeinem Sumpf nach Geheimnissen suchen und dann gibt's keine. Tja, ich denke, wir müssen weiter zur Hütte. Weiter voraus. Ja, zur Hütte. Wo sollten wir sonst hin? Müssen wir nicht zur Hütte.
zucken voran. Das ist eine Fackel. Aber wir müssen jetzt rechts lang, dort hier. Rechts? Scharf oder was? Da unten durch willst du? Ja. Nein. Nee, hier das breite Ding dort, das breite hier geradeaus. Das ist ein Schiffswrack. Jetzt nach links, würde ich sagen. Da ist ein großer Baum. Dann gehen wir da einfach mal hin. Ja, dort hier. Links. Oder willst du zum Schiffswrack? Nee, ich will dort links hier. Ich weiß nicht, wo du meinst. Ja, Schiffswrack ist vielleicht auch nicht falsch. Ich denke, wir werden eh ans Ende vom Sumpf müssen. Und das ist alles hier nur Deko. Davon will ich ausgehen. Segel über meine Ozean. Hier tot lang. Und so kann man seine Seemeilen auch farmen. Da leuchtet was Blaues. Blaues. Ich würde sagen, jetzt links am Schiff vorbei. Am Frack. Ich fahre ganz links hier. Ja, genau hier. Ah, da ist jemand! Wo ist jemand? Direkt rechts. Hier war gerade jemand, ein Geist. Ich habe nichts gesehen. Ich hab's auf Video. Ich stehe auf dem Mast. Da war ein alter Mann. Da ist eine Hütte drüben. Wo? Hier? Oh! Hier ist eine kleine Hütte dort drüben. Oh Gott. Hängen wir fest? Aber da gibt's wahrscheinlich nichts. Gibt's wahrscheinlich nichts zu sehen, Mordi. Wir sollten vielleicht weiterfahren. Ja, ich hänge hier fest. Denkst du, ich will nicht weiter oder was? Aber die Hütte ist es nicht, wo wir hin müssen, oder? Keine Ahnung. Ich würde sagen, die sieht ziemlich leer aus. Die sieht ziemlich leer aus. Ich sehe ihn fast drin. Nee, uninteressant. Wir müssen hier weiter. Aber das irgendwie das, wo so eine Nebelwand. Ja, da ist eine Nebelwand. Dahinter wartet der nächste Boss auf uns wahrscheinlich. Okay, dann müssen wir doch wahrscheinlich hin. Müssen wir hin dort. Ja, Nebelwände sind immer gut in Videospielen. Schlecht wäre das hier dann so eine Art Minigame gewesen sein, wo man sich durch den Sumpf manövrieren muss. Ja, volle Fahrt auf den Nebel, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Haben wir eigentlich einen Plan unten, oder? Ich bin gerade oben auf dem Mast, das kann ich dir nicht sagen. Da ist eine Hütte. Oh. Dann würde ich sagen, hier sind gerade Fackeln angegangen, gehen wir mal hier an Land. Ne, wir müssen durch Nebel durch, nicht an Land. Ich gehe jetzt hier an Land. Hier sind Fackeln angegangen und hier ist eindeutig ein Weg. Okay. Wenn du meinst. Ich meine nicht, ich vermute. Ja, das ist eindeutig der Weg. Do you know the way? Das ist sehr eindeutig der Weg. Okay. Der Weg. Nee, Fragmente der Vergangenheit. Schaut's aus. Na dann. Kommen wir an Bord. Du weißt, was für eine Geschwindigkeit ich mit den Dingern aufbauen kann. Na dann. Let's go. Rechts. Rechts, 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 rechts. Ich versuch's, ja. Dinger haben keinen guten Wendekreis. Ich sehe es. Leicht Matrose der Blue Horizon. Wir sind also die Blue Horizon. Jetzt schon. Und du bist ein Leicht Matrose. Ich habe halt keinen Battle Pass gekauft. Du Böser.
sieht ein bisschen holprig aus hier. Ja, das ist auch sau schwer hier. Irgendwie. Es ist auch niedrig, das Wasser. Sieht fast so aus, als könnte man durchlaufen. Das ist mir egal, ich ruder jetzt hier. Wird jetzt durchlaufen sogar schneller. Vermutlich. Sie sehen hinten ein Schiff. Kann ich aufstehen? Kann ich. Ah, jetzt kommen wir endlich. Ah, nee, ja, es ist unser Schiff. Wir sind zurück an unserem Schiff. Wieder mein Beiboot. Wenn wir ein Ruderboot haben. Haben wir irgendwas verpasst, oder? Nö. Ich gehe den Weg jetzt nochmal ab. Ich würde sagen, wir nehmen das Beiboot und ab durch den Nebel. Ja, Moment, ich geh nochmal alles ab. Mach das. Ich fall, dass wir hier einen falschen Weg genommen haben. leere Fässer. Oh, und Kanonenkugeln. Irgendwas Interessantes dort? Was wir übersehen haben? Ja, Kanonenkugeln. Erstmal. Und ich denke, wir waren gar nicht an Bord von dem Schiff. Nichts Story-Relevantes, oder? Nee, aber wir waren auch gar nicht an Bord von dem Schiff. Ist das Story-Relevant, dass wir dort rein hingehen, oder? Ich weiß nicht. Das finden wir erst raus, wenn wir es gemacht haben. Versuch's mal. Ich hab's gerade versucht, es ist leer. Passiert nichts, oder? Und du bist weitergefahren. Bin ich das? Nö, bin ich nicht. Ich wurde gerade zurückgeportet, okay? Wir müssen offensichtlich weiter. Das Spiel will uns nicht mehr hier. Na dann, durch den Nebel, würde ich sagen. Wir haben auf jeden Fall ein Ruderboot. Dafür haben wir es gemacht, fürs Ruderboot. Vielleicht brauchen wir das noch storytechnisch irgendwo für. Würdest du vermuten? Ich würde auch vermuten, dass wir irgendwo hier anders hin müssen. Weil wir hier auf jeden Fall nicht durchkommen. Wir müssen durchlaufen. Ich hab's gerade versucht. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen vielleicht mit dem Ruderboot durch. Das würde Sinn ergeben. Warte kurz. Ich komm rüber. Diesmal rudern Sie. Können wir mal versuchen. Oder? Ich rudere du mal lieber. Ah ja. Sekunde. Gut. So, ja, auf geht's. Würde ich sagen. Und ich wette, es bringt nichts. Wir müssen wahrscheinlich irgendwas hier machen. Versuchen wir mal. Und. Und. Nope. Nö. Das ist eine unsichtbare Wand. Oder? Ja, ist eine unsichtbare Wand. Cool. Vielleicht die Hütte dort. Ich geh mal die Hütte erkunden. Ich hab das Ruderboot festgefahren. Okay. Oder? Ich glaube. Die Hütte sieht begehbar aus. Auf jeden Fall kann man hier hoch. Na dann. Nix. Gehen wir mal zur Hütte. Ob. Offensichtlich haben wir hier gar nichts. Nischt. Dann müssen wir wohl den Sumpf durchsuchen nach irgendwas. Laterne. Ne, anzünden kann man hier auch nichts. Damit das soll das sein, was wir tun müssen hier. Jetzt sind wir auf einem ganz anderen Ende des Sumpfes. Wir müssen eigentlich komplett woanders hin. Vermutlich. Na dann irren wir mal. Und hier sind wir mit dem Schiff durchgefahren? Nee, glaube ich nicht. Hier sind wir mit dem Schiff lang gefahren. Ja, aber das macht doch mehr Sinn. Ja, cool, jetzt irren wir durch den Sumpf. Du, das ist unser Schiff. Ja. Bist du gerade zurückgeportet worden? Nö. Bin bloß im Kreis gelaufen. Ah ja. Können wir nicht das Beiboot nehmen? Das steckt jetzt mittlerweile fest, habe ich doch gesagt. Und dann schwimmen wir halt.
Weil ich kann mal gucken, ob es sich gelöst hat. Und vor allem sollte ich vielleicht mal gucken, was wir hier machen, ansonsten irren wir stundenlang rum. Mhm. Ja, ich F3. Meine Fresse. Hey, bei dir ist irgendwas passiert? Ich musste mich gerade freisprengen. Ich bin in einem Stein gebackt und ich musste mich gerade raussprengen. Was machen wir jetzt? Ich habe gerade einen Guide geöffnet. Und was sagt der Guide? Das werden wir sehen, sobald ich die scheiß Cookies akzeptiert habe. Hotel 1. Nix. Alter! Mich verschluckt. Vielleicht hier? Ne, da kann ich nicht hin. Da eins. Oh Junge. Das war ein Guide für Nummer 1. Macht das Sinn, hier irgendwie hochzukommen? Ne, ich fürchte, da ist nichts. Hier gibt's nichts zu sehen. So, Walkthrough. Gibt's irgendeinen fucking schriftlichen Walkthrough oder muss ich hier? Hier. Ich schwimme dann mal weiter. Ich durchpaddle die Meere. Mit meinen Händen. Hier kann man an Land gehen. Und auch nicht. Moment. Hier gibt's nichts zu sehen. Ich hab noch eine Dam. Brauchen wir. Vielleicht am Boot des Schiffes, des Faches. Tunnel der Verdammten. Hier. Na dann erzähl mal. Scheinbar waren wir ja dort drüben schon richtig, weil irgendwas ist passiert. Nun, es gibt da so ein kleines Ingame-Tool, was uns anzeigt, wo wir als nächstes hin müssen. Erinnerst du dich? Ich glaube, das müsste ein Kompass gewesen sein. Ja. Der Kompass von so einem Typen, der uns immer zeigt, wo wir als nächstes hin müssen. Okay. Den wir vielleicht mal benutzen sollten. Ich geh mich mal saufen. Bin dann nicht auf dem Schiff wieder, oder? Vermutlich. Das war ja echt eine Glanzleistung, oder? Ich geh gerade mal sterben. Er will irgendwie nicht sterben. Ich weiß nicht, ob man hier sterben kann. Scheint mir fast nicht so. Kann hier auch etwa an Land gehen? Danke. So. Okay, ich muss irgendwie zum Schiff zurückkommen. Wo bist du gerade? Ich folge dem Kompass. Aber das wird man vielleicht mit dem Schiff machen. Nein, sagt mir nicht, das hier ist ein Landweg. Du bist auf jeden Fall wieder zu dem Schiff hier. Ich steuere mal auf dein Nametag zu. Aber mal ein bisschen Baumbadetag gemacht. Irgendwas hier zum Schiff.
Warte auf mich. Wir müssen irgendwas beim Schiff machen. Oh. Ich sehe auch was. Warte kurz, ich bin nicht da. Nun. Warte kurz, ich bin nicht da. Ich komme angepaddelt. Ach, du hast das Ruderboot befreit? Nee, ich komme geschwommen. Schade. Warte auf mich, sonst paddel ich dir einer. Ich warte, keine Sorge, ich genieße den so. Ausblick. Bin da. Sekunde, an Bord. Wo bist denn du? Hier oben. Und wie komme ich zu dir? Indem du springst. Oder über den Stein hier gehst. Was für ein Stein? Den hier. Du gehst erstmal aufs Schiff hoch. Das verstehst du, und dann springst du einfach hier rüber. Jo. Mhm. Oh, zwei Skelette. Ja, ich glaube, hier hat jemand die Nacht nicht so gut verstanden. Ich bin die Laterne. Yeah. Danke. Was passiert jetzt hier? Ich glaube, ich sollte das Ruderboot holen. Ich glaube, das passiert hier. Ich bleib mal an Bord, an Schiff. Ja, an Bord. Wo geht's zurück? Es passiert nichts. Ich glaube, der Weg hier ist zugegangen, oder? Ich weiß nicht. Das wäre jetzt ein bisschen belastend. Okay, Jacks Kompass dreht sich. Ja, wir müssen zurück. Okay, der Weg hier. Wohin müssen wir? Der Weg hat sich verwachsen, das heißt, wir hätten eigentlich das Ruderboot nehmen müssen und dann zurück. Okay. Also mit die Möglichkeit durch unser Spielen tatsächlich ruiniert. Also rennen wir einfach am Land hier, würde ich sagen. Oh, Hallöchen. Ist hier was? Ja, hier, siehst du nicht? Wir sind Geist. Nein, ich sehe hier nichts. Dann weiter. Ja, wir müssen tatsächlich nicht zurück. Ja, wir hätten... Hier, der Geist. Histen. Ja. Das ist halt so super antiklimatisch, dass hier einfach zwei Typen in kniehohem Wasser einfach durchlaufen. Okay. Und zwar viel zu schnell, als das Spiel es wollte. Ich glaube, wir müssen hier einfach lang. Das ist der nächste. Tja, der Name. Das ist die Dame, die uns immer die Quests anbietet. Nein, nein, das ist einfach irgendeine Schiffbrüchige, die zufällig auf die ganze Sache gestoßen ist. Ich meine, die ist auch. Das war Tja, der Name. Nee. Ich hole jetzt das fucking Ruderboot, was ich vorhin da hinten versenkt habe. Vielleicht können wir jetzt durch den Nebel durch. Ich glaube schon. Ja, es ist wieder frei. Einigermaßen, glaube ich. Schau mal, ob wir durch den Nebel durch können damit. Vielleicht können wir auch mit dem Schiff weiter durch den Nebel. Ja, ich kann es drehen. Okay, ich glaube, wir können durch den Nebel durch. Ja, wir können durch den Nebel. Moment, warte. Anker setzen, bitte. Ich komme zurück mit dem Schiff. Ich würde auch mit einem großen Schiff versuchen, durchzukommen. Ja, schon klar. Ich würde das aber ganz gern anhängen. Mach das. Damit wir es haben. Ich bin an Bord. Natürlich, die ganze Sequenz durch unser tatsächlich Erkunden und Spielen ist komplett ruiniert haben. Dann legt mal wieder an mit dem Boot. Und dann fahren wir mit dem großen Schiff durch. Mache ich gleich. Das Ding hat einen fetten Wendekreis. Erinnerst du dich? Jo, ich kann. Und Anker lichten. Oder? Nein, wir müssen gar nicht. Wir müssen gar nicht da lang. Stopp! Stoppen Sie! Setzen Sie den Anker! Wieso nicht? Ich habe gerade auf die Kompass geguckt. Wir müssen zur Hütte. Okay. Aber wir können also da jetzt durch, oder? Auf ins Ruderboot, würde ich sagen. Dann reißen wir wenigstens jetzt mit Stil.
Ja. Hä? Was? Was? Ich bin von Bord. Sekunde. Das Boot ist wieder oben. Es hat sich selbst angebunden. Komm zurück. Nee, das war ich, glaube ich. Sekunde. Okay, Moment. Ich komme runter. Im Wasser. Na toll. So bist du. Wir haben denkbar beschissen geparkt. Ich versuche zu wenden. Hilfe. Ich komme nicht an Bord. Ich glaube, ich habe sie wieder versenkt. Oder geht's in die Richtung? Ja, geht. Na dann. Ach, na, da Stein. Geht's nicht lang. Da geht's nicht lang. Ich weiß, ich muss irgendwie drehen können. Wir haben so unfassbar schlecht geparkt. Egal, was ich mit dem Ruderboot mache, ich werde auf Grund laufen. Moment, ich drehe. Könntest du lieber auf Jacks Kompass gucken? Ich habe ihn nicht. Du hast den im Emissionsmenü. So wie jeden anderen. So wie es letztes Mal auch. Du musst einfach unter Q, dann Leertaste und dann müsste er angezeigt werden. Okay. Dreht sich. Und er zeigt auf dich. Ja. Ja, wir müssen zur Hütte. Dort lang. Ich lasse das Ruderboot mal so. Es wird schon. Und jetzt brennt die Laterne auch. Die hat vorher nicht gebrannt. Ja. Dann würde ich sagen, Laternen wir mal los. Rein dort. Wir können nicht rein. Eine Laterne vielleicht. Laterne hochheben. Ja. Die Laterne oder anzünden. Ja, genau die dort. Der andere auch noch. Wo ist noch ein anderer? Hier. Dann zünde mal an. Irgendwas passiert. Ja. Nun. Wir haben stimmungsvolle Musik. Der Kompass zeigt dorthin. Wie lang? Ich gucke, Moment. Oh, siehst du die Geister? Oh, Mensch! Und unser Boot ist weg. Wir müssen dort lang. Moment, ich rudere. Nee, wir müssen hier lang. Nee, Sekunde. Ja, hier. Ich komme zu dir, Moment. Ich durchfahre einen Mann. Ach, wir müssen die Laternen anzünden. Das ist unser Job. Sekunde. Laternen must be lit. Hier. Der braucht seine Fackel, Sende. Genau so. Oh. Hat hier noch jemand eine unangezündete Kerze? Ja. Sie? Noch jemand? Noch jemand, der deprimiert ist? Hier, glaube ich. Ja, hier. Ich höre Musik. Ritualgesang. Offensichtlich. No more below or below. Find him. Go find him. Ich höre Stiefel. Der Kompass dreht sich. Und er zeigt dorthin. Sultan. Hä? What's become of my ship? No, das ist die. Es ist die Szene. Was für eine Szene? Teil 2 Ende. Okay. Letzte Szene. Hab's da nicht mehr geguckt. Okay, wo lang müssen wir? Die haben unser Boot geklaut. Komm, was zeigt nach vorne? Oh, wir haben einen Checkpoint. Nice. Ja, dort lang. Der Nebel ist weg. Dann müssen wir wohl da jetzt durch. Ich will davon ausgehen. Ah, die haben einfach unser Boot geklaut. Wir haben jetzt ein Schiff. Ja. So, Segel setzen voraus. Ich checke den Kompass. Der sagt dort lang. Durch den Nebel. Jo. Also durch den Boot, wo der Nebel war. Gäste des Sumpfes.
Machen Sie sich bereit für Reparaturen. Denn wir werden sowas von an dem Felsen vorbeischrappen. Oder? Nein. Nö. Dafür rammst du gerade die andere Seite. Wie auch immer du das gerade schaffst. Jo. Ich hol die Pistole. Bereit machen zum Reparieren. Reparatur wird durchgeführt. Ich glaube, es ist gerade ein bisschen schräg. Das Schiff. Wie hast du das geschafft? Gar nicht. Ich hab nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Ich bin dann Steuer. Ich hab gar nichts gemacht. Ich glaube, es hat einen Sinn, dass ich derjenige von uns bin, der einen Führerschein hat. Du sagst einfach an, wo lang. Einfach geradeaus? Kompass sagt, dort lang. Ich seh's nicht. Geradeaus. Okay, geradeaus. Ja, ziemlich geradeaus. Ja, genau dort, wo wir gerade lang fahren. Perfekt. Genau in die Richtung. Ja. Direkt auf den großen Felsen dazu. So, was haben wir jetzt freigeschaltet an Titeln? Wo kann man sich den Titel holen? Müsste unter Ansehen sein. Ansehen und Seemannsgarn. Wie, was, wo, wann? Tab-Menü. Aha. Ausrüstung, Piratenbuch, Mission, Ressourcen. Piratenlebensdruck, so, Pearl Captain der Verdammten. Ah, cool, wir kriegen am Ende einen Krug. Beziehungsweise, ja doch, wir kriegen einen Krug. Cool. Wo kann ich das hier machen? Ansehen. Seemannsgarn, Schiffsratten. Alle Belohnungen. Wir können ein ganzes Geister. Musik-Equipment kriegen, wenn wir Ruf des Segers kriegen würden. Goldsammler. Ja, es sind halt alle die verschiedenen Quests. Wir sind übrigens da. Okay. Ja, wir müssen an Land. Ich dachte, wir bleiben Anker. Jetzt auf dem Schiff und trinken. Anker lichten. Den Anker setzen. Und trinken ist keine schlechte Idee. Perfekt. Na dann. Und ich sehe Skelette. Okay. Ja doch, hier. Kommandant. Der Kommandant. Ich bin an Land. Hast du die Laterne dabei? Ich mach schon. Okay. Was ist das hier eigentlich für eine Festung? Ist das aus dem ersten Teil? Tortuga vielleicht? Nee, dafür ist zu wenig Alkohol und Gesang hier. Das Lied kenne ich. Ich auch. Jo. Wo bist denn du? Ich bin komm, noch komm rein hier. Gelootet. Okay. Ich habe keine Munition mehr. Vielleicht. Ich glaube, wir müssen einfach der Musik lauschen. Und die Lichter hier anzünden. Das wäre eine Idee. Und runter mit uns. Autsch. So, sie uns verbrennen.
einfach um. Okay, wo sind wir? Wo sollen wir hin? So, hier lang. Ja. Ah, hier. Kommst du? Ja. Ich knacke das Schloss. Knack das Schloss. Schloss wurde geknackt. Und wir haben immer noch Dietriche. Achso, und was hat uns jetzt das gebracht? Ich hab kein... Ah, wir haben Dietriche im Moment. Das heißt, ist hier irgendwo eine verschlossene Tür? Ist eine verschlossene ja. Tür. Ja. Ah, lol. Wo? Ich sehe dich gerade nirgendwo. Hier ist eine Tür. Die können wir drücken. Ach, da hinten bist du ja. Die habe ich auch gefunden. Hier! Ich drücke Tür. Und Jack Sparrow, 200 Gold, tot oder lebend. Mit einem wirklich sehr Disney-mäßigen Artstyle hier. Ja. Okay, dann geht's hoch. Auf geht's. Das hier kennen wir ja, ne? Okay. Und nun? Ach, da hoch wahrscheinlich. Ja, lol. Logischerweise geht's da hoch. Du kannst den Karren nehmen. Vielleicht kann ich hier über die... über den Dach hier, über das Dach. Und nun? Weiß es nicht. Ich bin jetzt hier oben vielleicht auf das Gerüst dort und dann... Ah, so. Wieso? Übers Dach hier rüber. Welches Dach? Das hier, hallo. Jack Sparrow, he escaped somehow. I know. Then they will never stop. Ich hab aber gerade gemacht. Sekunde. Ah, okay. Ja, genau. Und nun? Na ja, weiter. Hier hoch. Willst du den Flaschenzug nehmen oder soll ich? Denn einer von uns müsste hier... Einer muss da rein. Ja, ich weiß. Fuck, wieso war es denn? Sekunde. So. Mach hoch. Okay, ich bin oben. Ja, cool. Und ich kann die Tür aufmachen. Mach mal wieder runter. Es ist unten. Ich habe gerade die Tür von dem anderen Käfig aufgemacht. Vielleicht kannst du da durch. Dann. Ja, cool. Ach, hier gibt's noch. Warte, ich kann dich hochholen. Ich hab hier ein. So, Sekunde. Steig ein. Ich bin. Ja, toll, hättest du vielleicht vorher sagen müssen, bevor du ziehst, ne? Du kannst jetzt auch einsteigen. Guck mal, da ist eine Tür offen. Okay, jetzt zieh bitte. Also einsteigen. Auf der anderen Seite war auch offen. Aber gut. Ach, lol. Okay, so kommt beim Singleplayer auch hoch. Okay, dann gucken wir uns mal auf den Mauern um. Hier ist Jump'n'Run-Zeug. Da drüben würde ich sagen. Da geht's weiter, würde ich sagen. Jetzt zu den Kanonen. Oder nicht? Hast du einen Dietrich? Oh lol. Hast du einen Dietrich? Okay, den hat's übel erwischt hier. Ja. Ich kann das Schloss fast erreichen und dann Kanone in den Bauch und die Arme abgerissen. Ich würde sagen, lieber Arm dran als Arm ab. What about the final meal? I fancy a roast chicken, I do. Das wird 100% eine von den Aufgaben sein, alle von den Skeletten zu finden oder sowas. Aha. Das werden wir nicht schaffen. Und du? Wahrscheinlich schon, ich glaube, wir sind gut dabei.
Geht's hier hoch? Nein, hier geht's nicht hoch, oder? Nicht wirklich. Dann ich hier jump, runter. Jump. Ach, hier. Not the cage. Autsch. Ich bin runtergefallen. Kann ich hier irgendwie... Ja, du musst im Weg halt zurückgehen, ne? Ich kann in der Station schwimmen. Achso, hier bin ich wieder. Na toll. Jo. Schönes Jump'n'Run. Also ich hab's geschafft, ich fand's leicht. Und ich hab einen lustigen Dialog mit dem Käfig gekriegt. Ah, jetzt sind wir hier oben. Ich bin gerade wieder unten. Ganz unten. Ich kann unser Schiff von hier aus sehen. Wie kann man Singleplayer da hoch, oder? Kann man. Achso, muss man das hier runter. Den zweiten Käfig nehmen. Es wird im Singleplayer nichts. Du musst den ja eh erst oben öffnen. Ist im Singleplayer schwierig. Na, du kannst das Tor ja von unten aus öffnen. Ich guck dir gerade dabei zu. Ja, ich nehme mal das Harmlose. Na komm. Ich komm wieder hoch. Wie du mit dem Käfig einfach hochfährst. Und er geht. Er kommt näher. Hi. Ja. Hallo. Mach dein Jump'n'Run. Das wird doch wieder nichts. Na? Und nächster. Oh. Ich bin zu weit gesprungen. Nee, warte auf mich, ich komme gleich. Ich kann euch keinen Jump once. Ich glaube, man sollte hier keinen einzigen. Ich habe mich gerade auch zurückgesch. Wow. It's me. Die Scheiße wieder. Und drauf. Oh nein. Bin zu dumm, ich springe immer zu weit. Wieso springst du überhaupt bei dem Käfig? Und wie soll ich denn sonst hochkommen? Einfach rausgehen. So. Okay, jetzt schaffst du es aber. Versuch Nummer 3. Komm schon. An der guten Linie sind 4. Ja, und jetzt einfach schräg rein. Ja, genau. Hier ist eine Tür. Ja. Hier ist eine Leiter. Ja. Und hier ist ein Modi. Der dich die ganze Zeit beobachtet hat. Okay, weiter geht's. Wo müssen wir lang? Darüber springen. Puh, im Leben nicht. Kanone abfeuern. Hier ist eine Falltür. Vielleicht müssen wir rüberspringen. Moment. Versuch du mal. Jo. Schaff ich bestimmt nicht. Hinten. Yep. Nein, schaffst du nicht. Okay, ich gehe weiter. Sekunde. Oh, Flaschenzug. Hey. Vielleicht kann ich dir was runterbringen. Vielleicht kann ich dich von... Gibt es irgendwo einen Safe Point, wo ich wieder hochkomme? Vielleicht gibt es irgendwo eine Abkürzung, die du freischalten kannst. Ich kann selbst hochziehen und leider. Schade. Nö, ne, gibt keinen. Na toll. Du musst halt einfach gut sein. Tja, bin ich nicht. Ich weiß. Jump'n'Run-Zeit. Fahrstuhl. So wurde der Fahrstuhl erfunden. Mit Piratenkäfigen. Und er springt und er ist gefallen. Ach. Molly, geh du schon mal vor. Ich mach mal eine kleine Pause. Cool. Soll ich dich da einfach wieder einladen? Oder soll ich den Discord-Stream wieder anschmeißen? Nö. Na gut. Versuch's noch einmal. Ansonsten. Du bist wirklich nicht so der Fan von Jump'n'Runs, oder? Nö. Und der nennt sich Nintendo-Fan. Hast
mal einen Mario Let's Play von mir geschaut. Das ist kläglich, meine Leistung in Mario Jump and Runs. Und ich währenddessen, ich spiele jedes einzelne 3D Jump and Run, das jemals rauskam. Ich sagte, dass ich spiele gerade Super Mario 3D World. Ich bin sowieso durch, wir müssen sowieso gleich zum Schiff wieder. Das Endlevel wird schlimm. Weißt du noch, das Endlevel in Super Mario 3D World? Na, dann mach du mal hier den Parcours. Ich mache eine kurze Pause. Ich bin schon beim Parcours durch, ich mache jetzt hier Rätsel. Bist du schon. Ich warte dann auf dem Schiff, oder? Wenn wir da wieder zurück müssen. Angeln! Frag mich, ob es hier Fische gibt. Ich warte mal auf dem Schiff. Dann kannst du mit mir auch weiterfahren. Soll ich den Discord-Stream anmachen, damit du was zu reacten hast? Nö. Schade. Ich bin auf dem Schiff, wenn du fährst. Ey, lass den Stream an. Ach, da hinten? Das ist einfach. Du leuchtest damit irgendwas drauf. Dieser Stream ist jetzt meiner. Du machst dieses Meerjungfrauen-Dinges. Okay, mach du Klingel. Oh, ich glaube, ich habe irgendwas gerade gemacht. Ja, da oben, das ist ein Leuchtfeuer. Ich anzünden. Du musst anzünden. Toll. Ich sehe es von hier. Kannst ja von unten Backseat game. Bis nach rechts. Das andere rechts. Da müsste jetzt was. Ja. Jawohl. Dann sehe ich, da hinten ist noch eins. Ja. Und dann sehe ich, dass da vorne noch eins gewesen sein hätte müssen. Ja, da oben. Da oben auf dem Dings ist noch ein. Ja. Nach oben. Ich sehe es. Bist mir nach oben? Ja. Ja. Sehr schön. Und was jetzt? Also wenn es nach der Story von Fluch der Karibik geht, müsste jetzt das Schiff mitsamt allen, die drauf sind, verschlungen werden von den Meerjungfrauen. Ist gut für mich, weil ich hier drauf stehe. Du hast Spaß mit den Meerjungfrauen und ich? Nö, hier passiert gerade tatsächlich gar nichts hier unten. Ja, ich weiß, hier oben auch nicht. Ich kann mal gucken, was der Kompass macht. Ich kann mal gucken, was der Guide sagt. Ah ja, der Kompass, Moment! Da gab's ja was! Der Kompass sagt dahin. Kompass sagt. Auf die Insel. Dahin. Ah ja, Kompass sagt mir. Weg von der Insel. Der Kompass sagt mir zu dir hin. Zeigt auf dich. Okay, cool. Ich muss anscheinend noch irgendwas machen. Da unten ist noch ein Leuchtfeuer. Ah, okay. Dann machen wir das Leuchtfeuer. Ah, okay, Fortschritt. Jo! Belobigung freigeschaltet. Da kommen Schiffe! Oh, ja, ich sehe es. Mach die Kanonen bereit! Der Mann feuert echt auf die Schiffe! Die rammen dich gleich. Offensichtlich. Ja, ich sehe es. Das ist sehr unterhaltsam von hier aus zu hoch. Ich glaube, du sollst nur runterkommen. Okay, ich guck mir das an. Der Kompass sagt was Neues. Kompass sagt runterkommen. Ja, du sollst zu mir kommen. Ich springe. Das sind Geisterschiffe. Vielleicht sollen wir an Bord gehen, oder? Nee, wir müssen irgendwo anders hin. Wir werden belagert. Hier unten, wir müssen hier unten irgendwo lang, oder? Doch, wir müssen auf das Schiff. Aber auf eins der Geisterschiffe, oder? Ich glaube, oder?
Die feuern gerade auf uns. Nee, Quatsch, ich muss wieder hoch? Was sagt der Kompass? Kompass sagt irgendwas komplett Weirdes. Kompass sagt hoch auf dir. Es passiert doch hier unten was. Ich weiß nicht. Der Kompass zeigt Richtung Insel. Ich muss mal eben kurz den Guide gucken. Vielleicht schießen dort oben auf den Zinn. Da schießen gerade die Kanonen. Ich glaube, man braucht einen Guide hierfür. Light Beacons. Was sagt der Guide? Wir werden angegriffen hier unten. Ja. Ja. Na dann kämpfe. Wir kämpfen und ich hatte recht, es sind Geisterpiraten. Ich bin fast tot. Ich muss mich vielleicht gleich wiederbeleben. Ich hab nichts zu essen. Da ist die Kiste irgendwo in der Nähe. Du musst mich gleich wiederbeleben. Na, es sind nur Bretter drin. Ich geh mal an Bord. Ich habe schon einen Phantombeuter besiegt. Ihr seid da nichts Neues. Bernd Kiste. Hier draußen sind 50.000 Kisten. Sehr schön. Ich komme zu dir. Wo sind die Gegner? Komm! Dann kommen sie mal echt coole Gegner. Gott. Haben so coole Movesets drauf. Mhm. Yo. Ich hab ihn noch einen verpasst. Dann gib nie auf, okay. Gäste Pirat. Phantom. Tat abgeschlossen. Besiege Phantom. Juhu. Okay. Mehr! Ich hab keine Schüsse mehr. Dann kämpf im Nahkampf. Wie ein echter Mann. Hat das Phantom gerade einen übelsten Wrestling-Move gebracht? Ich weiß nicht. Ins Gesicht getreten? Ich glaube, es hat mir gerade ins Gesicht getreten. Ich weiß nicht. Das ist ein Gästepirat, der ist Mordi. Noch nicht, das würde glaube ich 20 Euro kosten, das Geisterpiraten-Set. Aha. Ah, da haben wir einen Boss. Black Dog. Da haben wir einen Black Dog. Ich glaube aber nicht, dass wir schon durch sind soweit. Glaube ich auch nicht. Es wäre dann sehr kurz im Vergleich zum fucking Meerjungfrauen-Ding. Ich werde hier angegriffen. Belohnung erhalten. Irgendwas haben wir geschafft. Ja, du. Du hast, glaube ich, gerade die Challenge fertig. Wir müssen den Black Dog irgendwie besiegen. Wenn er auftauchen würde. Ich hätte ihn hier gerade vor meiner Visage. Ich
hast du noch? Hier. Yo! Wir haben ihn besiegt scheinbar, oder? Gefangen abgeschlossen, berüchtigte Phantomkämpfer. Und nun? Er ist ja scheinbar noch da. Na, Bossa. Wenn wir gegen ihn kämpfen, das wäre so cool. So, ich würde sagen, wir müssen... Den Kompass nach, würde ich sagen, oder? Er dreht sich. Und er sagt, wir müssen in Richtung der grünen Flammen segeln. Okay. Aufs Schiff. Dort lang. Blubbigen freischalt, Captain der Erinnerung. Jo. Okay, segel los. Line los. Der Anker wird gelegt. Gehst du an Steuer? Auf gar keinen Fall. Dann gehe ich an Steuer und du lichtest den Anker, bitte. Mach aus, guck. Wir werden sowas von auf Grund laufen. Auf jeden Fall. Ah, Moment, es gab doch da eine Möglichkeit, und zwar... Die hier. Okay. Einfach das Segel einholen, soweit. So. Na dann, Schräglage. Und jetzt geradeaus. Jo, ich seh's. Einmal durch die Feuer. Ich geh auf den Ausguck. Mach das. Wenn irgendwelche Geisterpiraten auftauchen sollten, sag hier. Bescheid. Okay. Ich hol mal den Kompass raus. Geradeaus. Ich weiß zwar echt nicht, wie es dir geht, aber ich finde das jetzt echt viel cooler als dieses Meerjungfrauenteil von vorhin. Naja. Hat irgendwie mehr was von Piraten und weniger von nervigen Rätseln. Ein bisschen aus verwachte Schiff war das ja schon ganz cool, das Unterwasserlevel. Ja, im Prinzip schon, das war halt ein Unterwasserlevel. Das verwachte Schiff war ein bisschen scheiße, aber ansonsten. Weiter geradeaus. Kompass dreht sich. Oh, wir kommen in die Nähe von der Höhle und ich rate mal, da ist ein Aztekenschatz. Wir müssen Richtung Höhle wahrscheinlich. Ja, ja, da vorne ist die Black Pearl. Kompass sagt. Beziehungsweise die Erinnerung davon. Und der Kompass sagt. Der Kompass sagt nicht zur Black Pearl, sondern in die Höhle rein. Ja, natürlich. Die fährt ja auch da rein. Es ist die Situation aus dem ersten Film. Aha. Ja. Da drin werden wir wahrscheinlich auf einen Skelett-Captain treffen, wenn ich raten müsste. Oder es kommt was ganz anderes und wir sind plötzlich in einem riesigen Strudel oder sowas. Mal schauen. Müssen wir gegen den Kraken kämpfen. Wir müssen einfach nochmal gegen denselben kämpfen. Im selben Bosskampf. Ich sollte mal meine Emotionen aufladen. Der Kompass dreht sich und wir müssen nicht in die Höhle rein. Sagt sich doch. Mach mal das Segel ein bisschen höher, damit ich auch was sehen kann. Verlieren wir zwar an Geschwindigkeit, aber der Effekt ist wert. Außerdem kann ich dann besser manövrieren. Okay, ich habe eine Banane. Nice. Ich sehe einen Wasserfall da vorne. Sehe ich auch. Ich sollte auch meine Munition wieder aufladen. Ich habe gerade wieder eins verschwendet. So muss das sein.
das bei dir auch so einen coolen Echo-Effekt gerade? Ich höre gerade jemanden pfeifen. Ja, genau das. Das bin nämlich ich. Okay. Wollt mal ausprobieren, ob die an Echo gedacht haben hier, und das haben sie. Das können wir rausfinden. Nee. Musik bringt's nicht. Die Musik hat nicht wirklich einen Hall. Das pfeifen wir mal hin. Das klingt dumpfer als vorher. Man hört's kaum. Anscheinend hat ein neuer Bereich gerade geladen. Und die Kanonen leuchten ziemlich hübsch. Ja. War eine gute Wahl. Da vorne kommt noch ein Fort. Ja, das Musikinstrument, was ich hier gerade anhab, ist normalerweise ziemlich laut. Das ist hier gerade ziemlich leise. Ja, doch, ist halt auch so ein bisschen. Aber es ist vor allem gedämpft. Ziemlich leise. Ich finde es das cool, dass sie so an solche Effekte bei der Musik gedacht haben. Okay, jetzt muss ich nicht mehr manövrieren, wir können auch wieder volle Kraft gehen. Du musst gleich wahrscheinlich ein bisschen links. Ich bin schon am Steuer. Und nicht gegen den Captain der verdammten. Der Raubzug auf Isla Dorso. Da werden wir angegriffen, deine Kanonen. Ich fürchte, wir müssen an die Kanonen. Ich glaube nicht. Die Spanier. Noch nicht in Schussweite. Fliegen keine Kugeln, das siehst du, oder? Deshalb würde ich davon ausgehen, wir müssen an Bord. Ansonsten gibt es immer noch den Kompass, der uns zeigt, wo wir hin müssen. Wir müssen an Land. Da war ein hübscher Effekt. So, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Oh, hübsch sieht's aus. Ja, wir hätten auf den Steg springen müssen, weil ich habe keine Ahnung, wie wir hier kommen. Geht bestimmt irgendwie. Müssen wir näher ran. Ich kenne da so eine Möglichkeit. Moment. Näher ran mit dem Schiff. Ah, ey, guck mal, hier gibt's eine Leiter. Moment, ich kenne Möglichkeit. Ich kenne Möglichkeit, die heißt Leiter. Moment. Moment. Oh. Ein fliegender Mordi. Noch nicht. Ich bin schon mal da. Hat geklappt, ich hab mich gegen Schild geschossen. Sehr schön. Da gab's doch eine Leiter, das wäre leichter gegangen, aber gut. Ja. Gibt's hier irgendwas an Loot oder so? Nicht wirklich, würde ich sagen. Oh, Meister, hier. Holzbretter gibt's. Nimm mit! Kann man brauchen. Hier gibt's Früchte. Die habe ich mitgenommen. Okay, dann müssen wir weiter hier. Hab ich auch noch. Na dann.
We're going to sink your ship! Captain Jack Sparrow, show you! Oh nein! Unten, this battle! Der hat Angst, glaube ich. Ja, guck dir die Jungs an. Kanonenkugel fast öffnen. Nimm mal mit. Moment. Mal kann die Gelegenheit mal einfach nutzen und. Yo! Warte mal. Kettenschuss wird geladen. Wir können nicht feuern, oder? Wir können feuern. Es bringt nur absolut nichts. Ich habe gerade alles verschwendet, aber wir haben hier ja genug. Und wann hat man mal die Gelegenheit, ein Schiff so ruhig mit Donnerbomben zu beschießen? Okay, so, sonst was, was wir tun können? Hier gibt's nichts zu sehen. Hier runter, hier hinten ist eine Tür mit einem Riegel, der sieht aus, als könnte man da nichts machen. Was? Hörst du das auch gerade? Ja. Hier vielleicht rein. Nee. Hast du einen Plan? Ja, den Kompass fragen. Vielleicht dort oben auf das Ding drauf, oben. Müssen... Oh! Wie wär's denn mit der einfachsten Möglichkeit? Wir gehen einfach in die Stadt. Ja, der Kompass sagt, dort lang. Ja, einmal hier runter. Bitte. Oder so. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, wir sollten hier nicht sein. Oder? Der Kompass sagt, wir sollen dort lang. Da. Ich kann sie sehen! Aber ich glaube, wir haben uns verkackt und müssen. Da müssen wir dann genau in die Richtung. Da. Ja, wir haben den Sprung verkackt. Wir müssen einmal zurück und wieder rum. Und wie kommen wir wieder zurück? Wir schwimmen. Du hast eine Leiter gefunden, oder? Ich bin hier gerade in der. Wie komme ich hier raus? Findest eine Möglichkeit. Nun, wir denken aber auch gar nicht an die Möglichkeit, dass es eventuell einfach einen Haupteingang in die Stadt geben könnte, oder? Mhm. Wo gibt es einen Haupteingang? Indem wir vielleicht nicht die Treppen hochgehen, sondern geradeaus. Ne, der Kompass zeigt dort lang. Ja, hier. Natürlich. In die Stadt. Ja. Da, wo wir nicht lang gegangen sind. Stattdessen springen wir runter und verpacken uns. Oh, dir passiert was. Ach, er spielt Flöte. Er wird ertränkt. Chicken. Weißt noch hier den hier Curse of Monkey Island? He's Chicken now. Oh. Wir haben einen Schlüssel bekommen. Wofür ist der Schlüssel? Weiß es nicht, ich hab ihn hier random gefunden. Oh nein, Carlos! Oh Mann. Aha. Hier können wir durch eine Tür durch. Oh, hier geht's rein. Luke! Luke, ich bin dein Vater. Ein enormes Vermögen. Hier geht's raus. Oh, lol. Das war eine Aufgabe. Anscheinend. Ja, was? Ich bin schon wieder raus. Ich habe gerade aus Versehen eine Aufgabe abgeschlossen, glaube ich. Wo bist du? Komm mal mit. Moment. Ach, hier bist du. Komm mal mit.
Ich bin da schon weitergegangen. Durch Luke durch. Hier hinten durch den Hinterausgang raus. Okay, warte mal, ich möchte mich aber noch ein bisschen in der Stadt umgucken. Hier geht's in die City weiter, hier geht's weiter. Das ist Jack. Trotzdem. Ich hab Jack gefunden. Schön, ich will trotzdem gucken, was der Schlüssel öffnet. Vielleicht gar nichts. Der Schlüssel öffnet immer was. Hier gibt's noch eine Brücke zum Beispiel. Na dann, viel Spaß. Yo ho. Piraten haben's gut. Hier geht's hoch. Ausblick. Der Kompass sagt dort lang. Jetzt renn doch nicht immer die Story nach. Hier gibt so viel zu erkunden. Eine ganze Stadt mit Blumenladen. Und eine Scheißerinne direkt hier durch. Komm mal hier durch. Nein, aber ich habe den Schlüssel noch. Dann gehen wir mal weiter. Es ist eine sehr schön designte Stadt, finde ich. Okay. Oder? Spielkarten. Ah, hier sind. Ein Logbuch? Ein Auktionär. Cool. Und hier passiert was. Hacking Pilots. Pipe down, you lily livered lubber! Captain Red. Moment, ich gucke mich um. Ja, du und dein Umgucken. Ich hab, glaube ich, Jack gefunden. Aha. In einem Fass. Wo ist er? Gerade bei mir. Er war gerade in einem Fass und hat Schlüssel geklaut. Wo hältst du dich auf? Andere Seite. Okay, und hier sind hier die ganzen. Ah, hier. Hier ist der Schlüssel. Da müssen wir hin. Wir haben den Schlüssel nicht. Hast du den Schlüssel? Ich hab seit einer Stunde in der Hand. Mercado-Schlüssel zum Aufschließen benötigt. Ja, der ist schon ganz schwitzig. Na komm, hier, wo ich bin. Ich komme. Ich bin nicht derjenige gewesen, der aus Versehen weitergegangen ist. Ich hab ihn scheinbar nicht. Hier. Hier. Belay there, ya weird rat! Strike your feathers, dearie. Show 'em your flock. Ah, die Kiste. Garstige Piraten, hier nie teils durch die. Die Notiz hinter der Kiste. Fortfahren. Mhm. Und was mit Carlos? Cool, es gibt eine Notiz. War es irgendein Hinweis? Garstige Piraten? Noch versteckt, was auf den Captain? Wir müssen die Laterne anzünden. Captain Laterne gezündet. Entzünde die Lampen an unserem Fenster und triff mich am Dock. Okay, schon passiert. Laterne habe ich schon entzündet. Alle? Oder gab's nur die eine? Ich sah nur eine. Was ist mit... Ah ne, das hier ist was anderes. Und die eine brennt. Okay, cool. Am Dock. Am Dock. Da unten war das Dock. Mond. Ja, hier ist das Dock. Kommen Sie rüber. Na, hier. Ja. Der Fährmann. Cool. Ins Ruderboot setzen. Sitzt drin. Moment. Es passiert nichts. Ja, du musst rudern. Offensichtlich, ja. Villages würde blind geht jetzt. Ah, okay, da ist ein Geisterschiff.
durch Venedig. Ich glaube, wir fahren gerade durch den Kanal. Ja. Wenn du irgendwo eine Wurst siehst, isst sie lieber nicht. Hm, lecker. Da müssen wir anlegen hinten, bloß lang. Da ist ein Gitter. Da müssen wir glaube ich an Land. Jo, müssen wir. Dann können wir aussteigen und oben weiter. Hier. Flaschenzug. Bleib mal an Bord. Jo. Ich mach das Gitter auf. Komm und durch. Ich rudere. Springen Sie rauf. Ich komme. Hopp. Das hat ja sehr gut geklappt. Ich schwimme in der Scheiße. Hast du es geschafft, oder? Ich hab Laternen gemacht. Ich bin noch hier. Jetzt bin ich hier wieder. Sehr gut. Und weiter geht's. Hast du etwas von so einer Bootfahrt in Freizeitparks, oder? Hm. Bestimmt auch aus Disneyland. Ja, aber sowas von. Na komm, hier. Moment, ich will die Szenerien genießen. Wer ist hier? Geisterschweine! Schweinchen. Moment, nee, hier gibt's nichts zu sehen. Aber hier gibt's nichts zu sehen. Ja, Geisterschweine. Weiter hier. Wer bist du, dass du dich über Geisterschweine beschwerst? Och. Ah, da ist das Boot, das zeigt uns den Weg. Das Geisterboot. Warum kann ich nicht... Ich konnte nicht lenken! Links. Ja, ich konnte nicht links lenken. Das Boot hat mich abgedrängt. Okay, ja, da ja. Sind Sie. Ich glaube, da müssen wir auch anlegen. Und ich glaube, das hier ist eine Nebenquest. Okay. Schaufel. Hast du die Schaufel bereit? Nö. Ich aber, die gute. Yeah. Oh, ein Schatz. Eine Kiste. Wertsachen der Bewohner. Oh, ich hab eine Made. Die konnten wir ihm hier geben, glaube ich. Oder? Ja. Konnten wir. Okay, das weiß ich, das war ein Achievement. Hinter eines Baumesrindes saß die Made mit dem Kinder. Okay. Ganz ehrlich, wenn die Nebenquests alle so cool sind, wie das hier gerade, dann werde ich, denke ich, wirklich alle machen. Mach du mal. Na gut, das haben wir jetzt random gefunden. Und wir sind wieder zurück. Haftfahrt beendet. Das ist sowas von basierend auf irgendeinem Freizeitpark-Ding. Ja. Aber 100%. Rundfahrt beendet. Alles aussteigen. Steig aus. Cool. So müssen wir jetzt hin. Na gut, wir waren hier. Ich habe den Schlüssel abgegeben. Wir sind hier. Und ich habe Jack Sparrow da rechts gesehen. Und das heißt, wir werden da weitergehen. Sagt dort lang. Moment, der Kompass sagt, wir müssen woanders hin? Ja doch, da wo ich gesagt habe, hier. Okay, ich folge dir. Und wenn man, Molly, und weißt du was? Wenn man alles durchgespielt hat, wenn man alle Kapitel durchgespielt hat und alles bestanden hat, kriegt man als Dankeschön ein 2 zum Preis für ein Ticket fürs Disneyland. Rabatt klar. Ehrlich gesagt, oh geil. Ja, aber sowas Wertloses irgendwie so mit einem Erwachsenen rein und dann darfst du ein Kind mitnehmen. Okay. Moment, aber man kann doch nachgucken. Es gibt übrigens nur 5 Kapitel davon. Hm. Und ja, das letzte ist Davy Jones. Und der Esel ist super hier, oder? Und jetzt? Was tun wir jetzt? Mit dem Esel reden? Ich finde den Esel super. Das hat irgendwie alles hier was von Freizeitpark. Also. Ja. Die ganze Insel, finde ich. Ja, da ist er. Da ist Tor.
müssen irgendwie durchs Tor. Und gestern wieder. Ja. Ich möchte an der Stelle erinnern, da waren Voice Actor im Studio, die das hier aufgenommen haben. Ja. Was sagt der Kompass? Der Kompass sagt Jack hinterher, aber keine Ahnung, wie wir durchs Tor kommen. Gibt's einen Flaschenzug? Oh, lol. Aber der senkt das ganze Ding runter hier. Moment, lass oder mich da auch mal drauf. Danke. Komm mit. Ja, hoch. Rüber hier. Noch ein Flaschenzug. Spring drauf. Wo drauf? Hier drauf? Hinter dir. Ich seh's nicht. Hier! Achso, hier. Und nun? Warten, bis er zurückgeht? Oder gibt's hier was? Oder einer von uns muss den Flaschenzug machen. Das muss doch alles im Singleplayer möglich sein hier. Du musst den Flaschenzug machen. Und ich kann dich dann oben runterholen. Mach mal. Ah, okay. Jetzt geht's ziemlich wackelig darüber. Ich bin hier oben. Ja. Warte, nein, ich bin noch nicht oben. Lass mich hoch, lass mich hoch. Warte. Über die Kiste. Jetzt bin ich oben, hier gibt's einen Flaschenzug. Was mache ich mit dem Flaschenzug? Aber die Frage ist, wie komme ich. Moment, muss ich dann im Singleplayer quasi einen Jump'n'Run machen oder was? Ach, okay, ich mache hier irgendwas hoch. Ja, muss ich tatsächlich. Ich Moment. Bin ich dann hier auf den Pfosten? Okay, ich habe hier Plattformen. Ich habe einen Jump'n'Run freigeschaltet. Ja, cool. Und ich frag mich immer noch, wie zum Fick soll ich da irgendwo. Moment, soll ich einfach nur. Nein. Oh, wenn ich hier vielleicht so ein bisschen anschräge. Okay, ich bin hier auf der Mauer. Und ich muss Möglichkeiten finden. Moment. Okay. Ich bin hier drin. Ja, doch, wenn ich den hier so ein bisschen schräg rübersetze, dann kann ich hier. Ja, so ist das gedacht. Sehr schön. Hier gibt es einen kleinen Jump'n'Run hier rüber. Und hops. Und da hoch. Und jetzt hier was Jump'n'Run. Nein, Mordi. Oh, hier ist ein Flaschenzug noch. Ja, der macht das wieder runter, Mordi. Cool. Okay, das habe ich schon aktiviert. Ja, so, jetzt komm her. Bin schon auf dem Weg. Und hier rein. Wie sieht's hübsch aus? Nun, ich bin gefallen! Ich bin einmal runtergefallen, jetzt habe ich keine Lust mehr. Spiel jetzt Mario. Okay. Oh nein. Ich bin auch runtergefallen. Oh nein. Ich bin auf der anderen Seite des Hofs. Okay, ich glaube, das ist gut. Und nicht so gedacht. Doch, das war so gedacht. Da hätte man nämlich auch runtergehen können. Ich kann hier, glaube ich. Hier geht's weiter. Okay. Geht's runter. Ich bin im Keller. Ah. Oh, ich hab Jack hier. Ich hab eine Tür geöffnet. Oh, hi Jack. Moment, ich weiß jetzt nicht, wo du bist. Ach, da hinten. Moment. Hätte man sich das Ganze sparen können, wenn man ein bisschen geschickt hier rumspringt? Ich bin unten im Keller. Ich bin schon ganz woanders als du. Offensichtlich. Schlüssel, aber ich brauche einen Schlüssel zum Aufschließen. Haha. War das der, den du hast, oder? Nee, ich habe keinen mehr. Ich muss jetzt alles nochmal neu machen, weil ich eine schlechte Entscheidung getroffen habe. Mach das. Ich muss hier einen Hund finden. Ach, den Kerkerhund wieder? Scheint fast so. Es ist irgendwie immer derselbe Hund, aber er hatte ja nur ein, zwei Minuten Auftritt in den Filmen. Achso, hier. Ja.
Ich habe einen Kerkerschlüssel. Sehr schön. Moment, wart mal eben auf mich. Zu spät. Ich bin schon ganz woanders als du. Ich spiele das Leuchtturmrätsel allein durch. Er spielt den Kerker allein durch. Ja. Ausgleichend. Ich bin schon unterwegs. Ich warte mal hier vom im Kerker auf dich. Ich renne. Kommst du? Hier war wohl der Hund. So, hier. Hier geht's weiter. Mhm. Und diesen Flaschenzug. Ich drücke. Oder du? Drücke. Hier gibt's auch noch einen anderen Flaschenzug. Ah, okay. Oh, ja. Wir müssen es ausrichten. Was macht der hier? Achso, das macht. Der macht das andere. Das hat uns gerade die Position gezeigt, Moment. Das muss hier hin und der andere muss hier hin. So. Okay. Und nun? Darunter oder was? Ich bin gerade voll. Jetzt sind wir hier im Kanal. Da waren wir doch vorhin schon in dem Kanal. Es ist derselbe! Wir hätten alles abkürzen können! Den glaube ich aber nicht. Wo müssen wir denn hin? Darüber muss ich. Worüber? Wie es aussieht, hier rüber auf dem Steg. Hier hoch vielleicht. Hier ist was offen. Komm, ja. Kann man da hoch oder? Moment. Da muss man es glaube ich noch anders ausrücken. Damit man da hoch klettern kann. Einer muss sich draufstellen und dann da hoch. Ich muss mal eben gucken, wie weit kann ich die denn drehen? Warte, ich bin drauf. Ich kann es mich auch rüberdrehen. Wir müssen das irgendwie so drehen, dass wir da reinspringen können. Oh, jetzt reicht der Arm aber nicht. Wir können das nicht so weit drehen. Hm. Irgendein Weg muss es geben, da lang zu kommen. Also es gibt eine Munitionskiste hier, das heißt eventuell irgendwas abschießen? Die Fässer dort vielleicht, die mit den Kreuzen drauf. Nö. Die dort. Und da gibt es eine Sprudel dort unten, da gibt es eine, die Fässer vielleicht runterlässt. Das wäre eine Möglichkeit. Moment, wo? Ne, aber da kann man nichts machen, oder? Ne. Und hier einfach hoch. Oh! Man kann sich hochbacken. Moment. Ich bin auf dem Schiff. Ich bin zurück auf dem Schiff. Wie? Zurückgebracht. Oh Gott. Das tut mir jetzt leid. Ja. Dann viel Spaß, eine Statue zu finden, die dich zu mir portet. Gibt's glaube ich nicht. Ich weiß. Wo bist du jetzt? Ich bagge mich durch. Oh Gott, das mache ich jetzt. Ja, das ist... Ja. Soll ich den Discord-Stream starten? Ich versuch gerade mal hinzukommen, aber das ist jetzt weit. Lol, ich hab's gefunden. Wo bist du? Ja, ich bin immer noch beim Kerker. Schaffst du es noch bis hierher oder soll ich wirklich den Discord-Stream eventuell starten? Nö. Er hat ja keinen Sound. Ich versuch's mal hinzukommen, aber es ist halt hoffnungslos. Ich kann ja mal deine Aufnahme, schick mir mal deine Aufnahme danach rüber. Wenn du es schaffst, kann ich das dann einblenden. Nicht jetzt, aber nachher.
Ich versuche gerade den Keller wieder zu finden. Ja, ich muss aber gerade gucken. Kann ich eventuell... Müsste das offen sein. Nee, nee. Ja, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Also soll ich weitermachen einfach, oder? Warte mal noch eine Sekunde. Wo war denn der Keller? Ach, du bist schon hier? Nee, ich bin noch nicht im Kerker. Ich muss erst den Kerker finden. Der Kerker war nach dem Jump'n'Run. Ich bin gerade mitten in der Stadt. Okay, da ist der Esel. Ich bin gerade beim Esel. Okay. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Spur, oder? Ja. Hier war das Tor, da ist das Tor, das Ding. Ah, da sehe ich das Jump'n'Run. Ja, du bist beim doppelten Tor. Ich warte am Ende vom Jump'n'Run auf dich. Das kriegen wir hin. Komme ich hier irgendwo hoch? Das war jetzt ja echt unglücklich. Das ist mir vorher doch auch passiert im Sumpf. Also hier waren wir schon. Warte, ich komme zu dir. Ich bin hier. Ach, hier. Wie komme ich da hoch? Über das Jump'n'Run. Okay, hier ist ein... Ja, da ist ein Flaschenzug, den wir vorhin benutzt haben. Ganz genau. Vielleicht geht das auch im Singleplayer irgendwie. Geht. Ich hab's ja auch gemacht. Oha. Hast du's oder bist du... Bei mir lädt sich gerade irgendwas. Ich bin wieder auf dem Schiff. Ich bin schon wieder auf dem Schiff. Ich bin auf dem Schiff zurückgebackt worden. Ich starte den Discord. Sekunde, ich komme. Moment. Ich guck mal, ob man Ton übertragen kann. Versuch's mal. Ich versuche gerade nochmal zurückzukommen. Das ist jetzt wieder das Schiff-Bug-Dingens. Das Problem haben wir jetzt hier. Aber eigentlich geht das doch. Eigentlich, vielleicht komme ich sogar hin. Ich komme zu dir, ich versuch's zumindest. So, zum Esel muss ich hin. Okay, jetzt bin ich im Innenhof. Okay, so nicht. Okay, Moment. What's the bug? Okay, ich... Cool, cool. Microsoft also. Cool. Daran liegt's. Die Discord-Streams müssten Sound haben, wenn es nicht unbedingt ein Microsoft-Ding ist, was nicht als Anwendung gezählt wird hier. Also wahrscheinlich nicht. Ich will das doch jetzt schaffen hier. Sekunde. Nee. Bin jetzt ich könnte auch kurz den Twitch-Stream anmachen, aber das wäre halt eine Art Verzögerung. Versuch gerade nochmal rüber zu kommen. Bin jetzt wieder beim Esel. Aha. Oh, du bist auf dem Schiff. Mensch. Ich bin nicht auf dem Schiff. Noch nicht. So, hier ist wieder der Haken. Flaschenzug. Der Haken, ich beobachte dich. Das muss doch gehen. Ah, und spring. Hops. Ja. So, jetzt muss ich hier rüber, oder? Nee. Ja, den ziehst du dir auf halbe Höhe, sodass du rüberspringen kannst. So hier? Noch ein Stück. Nein. Runter, weiter, weiter. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ein Stückchen weiter runter. Ja, so. Jetzt müsstest du draufspringen können. Das wird nix. Bin ich gleich auf dem Schiff. Bist du gerade einfach dran vorbeigesprungen? Sekunde. Schon, das wird was. Und danke für den Lurk-Quiz. Das ist schon auf der richtigen Höhe, meinst du? Ich würde sagen, ja. Ich mach's noch ein bisschen runter. Ja, so. Dann komme ich niemals hoch. Ist viel zu niedrig. Ach so, jetzt muss ich hier hoch. Ah, jetzt auf die Kiste. So, genau. Hier. Und jetzt ziehst du ihn wieder weiter hoch. Ja, Sekunde. So hier. Ja, so.
Ich auf die Kiste und hops. Jetzt bin ich hier. Jump it one. Sehr gut. Gut, ich warte im Kerker. Wenn ich nicht wieder aufs Schiff gebracht werde. Ja, der muss wieder runter. Ja, Sea of Thieves halt. Buggy. Oh, ich hab ein Secret entdeckt gerade. Lol. Na, dann mach mal das Secret, während ich versuche hier rüber zu kommen. Ich mache das Secret, ich habe gerade einen geheimen Raum entdeckt. Sehr schön. Lol. Oder war hier der Hund? Und da gab's einen Hunderaum. Es gab da lag der Schlüssel. Ich rate mal, da lagen Knochen in einem Napf. Ja. Ich habe den Hunderaum entdeckt. Und ihn für ein Secret gehalten. Ja, gut, ich habe den Hund aber auch nicht mitgenommen, weil du vorgerannt bist. Da war gar kein Hund. Da war der Schlüssel. So, jetzt bin ich hier wieder im Innenraum. Okay, wo ging es jetzt nochmal lang? Hier nicht. Oben lang. Ich komme zu dir, Mordi. Hi. Mhm. So jetzt. Und jetzt bist du auf dem Schiff. Ja, versuchen wir nicht aufs Schiff zurückgebracht zu werden. Vorerst. Ich meine, am Ende wäre es nützlich. So, und zwar habe ich entdeckt, was hier das Problem war. Und wo war's? Moment. Ich komme mal rüber. Das. Okay, und nun? Jetzt müsste alles frei sein, soweit. Geh du mal erstmal vor. Ich bin dann gleich auf dem Schiff. Ab. Und. Ab. Ei. So, hier bin ich drin. Sehr schön. Weiter geht's. Dadurch. Okay, wir sind in dem Innenhof. Ah, hier gibt's was zum. Und hier ist Captain Jack Sparrow, der gerade an einer Tür sich zu schaffen macht. Oh, ich habe einen Eimer. Den ich gerade in den Rücken geschossen habe. Ich habe einen Wassereimer. Nice. Schatzkammerschlüssel. Den müssen wir nehmen. Ja, für hier. Nimm du ihn mal. Ich habe ihn. Ich gucke jetzt erstmal, was hier oben ist. Ah, ein Haufen gar nichts. Okay. So. Mach Tür auf. Ja, auf. Oh, Jack. Drink up, me heart is your ho. A toast to piracy and its many shiny rewards. I humbly accept this magnificent treasure as my reward for a life of villainy, larceny, skullduggery and persnickety. Nee. Drink up, me heart is your ho. Menschen sind jetzt auch einer. Was sagt dein Kompass? Er sagt, da lang. Oh. Fortschritt aktualisiert. Er ist plötzlich weg. Können wir was mitnehmen? Nö. Also weiter. Oh. Und weiter. Können wir nichts machen? Nee, aber die Atmosphäre wird wieder sehr cool. Kiste, da gibt es eine Banane und ein Brett. There'll be no escape for you this time. Captain's orders. To be limited. Ich glaube, da müssen wir kämpfen. Ja, das sind böse Phantome. Und weiter. Nein! Da ist noch ein Kollege hinter dir gewesen. Und noch einer. Gut, jetzt weiter. Jetzt nehmen wir noch eine Banane rein. Wäre auch nicht verkehrt. War das Zitat aus dem Film mit der Geistergeschichte? Kommt mir vor. Ich weiß es nicht. So, wo jetzt lang? Über die Löcher? Ich schätze mal, ja.
Nanu. Was sagt der Kompass? Der zeigt dort lang. Er sagt Piff! Auf zum Schiff. Bevor sie uns versenken. Das wäre jetzt natürlich nützlich, wenn ich mich dahin bauen könnte. Benutzt deine Superkraft. Oh, ich werde hier angegriffen. Modi. Nein! Gegner an der Stadt. Proviant. Deshalb gab es hier überall Kisten mit Proviant. So, Angriff. Modi. Ja, ich hau ihr in den Rücken. Da unten ist auch noch einer. Alter! Was war das denn? Und weiter. Hier lang. Oh, das ist ein, das Nebelschimmer. Okay, da komme ich durch. Als der Arena kommt. Wenn wir hier irgendwo eine Munitionskiste haben. Nein, haben wir. Hier haben wir. Das können wir wieder schießen. Ja, die bekämpfe ich aber lieber im Nahkampf. Okay. Alter. Wir sind doch besser im Nahkampf. Oh, ich bin tot. Gleich. Ich auch gleich. Na? Moni. Nun. Wir sind jetzt welche von ihnen. Nein, ich lebe noch. Ich lebe noch. Oh, ich bin einfach instant respawned. Ich lebe noch. Nicht mehr lange. Modi. Bist ist noch egal, da. Du respawnst instant. Das ist wirklich ein Arena-Kampf, also alles gut. Scheiß auf Leben. Ein grünes Skelett. Was? Du bist ein grünes Skelett. Was? Ja, du bist bei mir ein grünes Skelett. Alter, ist das geil. Stirb mal. Nee, hab ich nicht vor. Aber ich bin tot. Nur? Es gibt kein Entkommen. Fuck. Du bist kein grünes Skelett bei mir. Du jetzt auch nicht mehr. Oh Mann! Wäre ja geil gewesen. Eben warst du eins. Ja, wahrscheinlich ist das eine Chance von 1 zu 1000 oder so, dass man beim Sterben so respawnt. Ja. Ich hab's jetzt gesehen. Ja, du hast gesehen, ich aber nicht. Aber ich war es, das ist auch ein Achievement. Du warst mein shiny Pokémon. Ein shiny Starter. Hat tatsächlich Pokémon Uranium. Hier, weiter. Ich weiß, ich auch. Ich hatte in so gut wie jedem Pokémon, das ich anfange. Ich habe immer einen Shiny Starter eigentlich. Dann müssen wir hier weiter, oder? Ich glaube, hier kamen wir her. Hier geht's in den Keller, glaube ich. Nein, hier sind wir hergekommen. Ja. Übers Dach, ja. Hier geht's lang. Hey! Der Weg Sau. Ist versperrt. Halt über die Mauern. Arena! Essen. Scheiß auf Essen, man respawnt direkt. Es gibt aber Essen in den Fässern. So, wo sind sie? Keine Ahnung, aber ich habe Brandbomben. Ah, hier. Jetzt stehe ich in Brand. Dankeschön. Ja, ich weiß, ich werf Molotovs. Im Grunde. Ah, das ist dieser Black Ding wieder. Wieder ein Skelett anzuzünden, was? Das ist der Black Dog Flair wieder. Den kennen wir noch. Ich bin fast tot. Und ich hol mir mehr. You should have fled when you had
So, den Weg doch müssen wir erledigen. Yo! Haben wir ihn besiegt oder was? Ah, tote Menschen erzählen keine Geschichten. Weißt du noch, Morty? Erzählen tote Menschen wieder Geschichten. Hier geht's gut, weiter. Blackdog ist erledigt. Ich hab. Weiter geht's. Das ist unser Schiff. Ja, Morty, man, das. Man sollte die Wurfwaffen nicht unterschätzen. Die sind super cool. Mhm. Das hat gerade so viel Spaß gemacht. Einfach Molotovs zu werfen. Aber ein Boot. Und nun, wie geht's dann weiter? Ich weiß nicht. Der Kompass sagt vermutlich da hinten lang. Da durch die Lichter. Durch die Lichter. Und dann geht es durch die Lichter. Apropos Lichter, ich würde sagen, lichtern wir mal den Anker. Oh Gott. War der schlecht. Ja, dort entlang. Ich habe immerhin nicht von Horst Lichter angefangen. Das war wirklich. Jetzt hast du es getan. Ja, aber das war wirklich auch eine Idee. Einfach der Black Pearl hinterher. Das ist die Black Pearl. Aber welche? Uns ja, tschüss, schöne Stadt. Aus dem ersten Film. Die Stadt war wirklich cool. Ich glaube, das ist mein Lieblingslevel bisher. Ich habe auch die meisten anderen Tall Tales nicht gespielt, also. So. Was habe ich jetzt eigentlich freigeschaltet? Antike Münzen. Und ein neues Tattoo. Okay. Ich tätowiere mich mal eben unten. Wie sieht's aus? Moment. Man sieht sowieso nicht, weil ich Kleidung trage, aber. Dann mach dich nackig. Sehr hübsch. Ausziehen, ausziehen. Oh, David Jones. Komm mal, komm hoch. Komm hoch. Hier die Flying Dutchman. Was? Den triffst du eh nicht. Moment, das ist eine Sequenz. Ja. Das ist die Glasfall-Dreck-Sequenz. Was? Ich hab ein Glasfall-Dreck. Ich hab ein Glasfall-Dreck. Und mal raten, was da drin ist. Alter. Wieso kommt diese Sequenz jetzt plötzlich hier? Raten hat... mal, was da drin ist. Das ist halt komplett anders. Okay. Weg sind sie. Da wieder auf die grünen Lichter. Ich würde mal sagen, wieder auf die grünen Lichter zu. Was sagt der Kompass? Und jetzt verstehe ich es auch endlich, was hier der Kompass sagt, geradeaus. Also nicht durch die grünen Lichter, sondern geradeaus. Jetzt verstehe ich aber auch, was wir hier für eine Story nachspielen. Oh, wir werden automatisch gelenkt, hey. Wirklich? Okay. Jo, werden wir. Aber der Kompass zeigt woanders hin. Oder? Nein, ich hab nur... Ich hab nicht ja. Wir werden automatisch gelenkt. Was denn? Das würde ich auch sagen, wenn ich einen Tesla fahren würde. Also. Unser Boot ist ein bisschen kaputt. Ja, dann reparieren wir. Von der Spitze ist ein bisschen kaputt. Und drin wahrscheinlich auch. Ja, das Schiff läuft voll. Lass es einfach vorlaufen. Ich würde gerne... Na, wobei, ich würde echt gerne wissen, was passiert, wenn man hier sinkt, aber... Nee, ich glaube, das wirst du nicht. Oh nein. Muss man denken. Ist alles repariert unten? Sieht so aus. Ich lenke. Wir verpassen die Sequenz noch. Ja, da wird geschossen. Ja. Jetzt, ich habe halt jetzt endlich verstanden, wessen Story wir hier gerade nachspielen. Wir haben, glaube ich, gerade nachgespielt, was passiert ist während dem zweiten Film. Nur eben nicht, was passiert ist mit Jack. Okay.
Der Kompass sagt. Weiter nach rechts. Nee, weiter nach rechts. Deutlich scharf nach rechts. Scharf nach rechts kann ich. Dazu Black Pearl hin. Richtung Black Pearl. Beziehungsweise der Ratschmann nach. Achtung. Felsen. Alles gut. One by one, tentacles wrap around my ship. The crew watches helpless as I stare into the cracked maw. Ah, jetzt kommt das David Jones Dings. Er hat den Kraken gerufen. Young Turner, knees, die David Jones Musik. Oh Mann. Oh, da ist der Kraken. Kommt der komplett raus? Nein. Müssen wir hoffentlich nicht gegen ihn kämpfen jetzt. Nein, das sind alles Erinnerungen. Wir kämpfen hier eigentlich gegen nichts außer Phantome. Oh, so stellen sie es da. Er ist doch eigentlich komplett raus und hat ihn gefressen. Ach, vom Mast aus hier sieht man ganz schön viel. Haben eine schöne Aussicht hier. Wenn du mal vorne auf die Planke, wenn du vorne auf die Planke kommst, dann siehst du einiges. Schöne Aussicht hier. Schönes Sandmeer ist. Ja, das sowieso. Na, für Sandmeer nehme ich dann immer was anderes, aber okay. Ich glaube, wir müssen dorthin. Taverne der Verdammten. Der Kompass ist egal. Sagt er in die Höhle oder dran vorbei? Er sagt geradeaus. Der rät drauf dann zu. Fahren wir geradeaus. Oh, ich sehe den Knochenhaufen, ja. Ja, der rät ganz gerade. Und ich stoppen. Versuch. Das hier wird die letzte Sequenz sein, wahrscheinlich. Also werde ich jetzt einen schönen. Stehen bleiben. Anker lichten. 2, 1, Anker! Anker. Und Mann von Bord. Schönes Sea of Thieves Landung. Hier ist bestimmt irgendwo eine Leiter. Lecken. Ich suche mal die Leiter. Ich schöpf das Schiff aus. Da ist sie. Ich hab die Leiter. Ich bin an Land. Okay. Oh. Ich brauch keine Leiter. Sieht sehr schön aus. Brauch eine Leiter. Moment. Wo ist die Leiter? Ach, da vorne. Komm, stopp. Renn nicht wieder durch die Story. I remember ye now. It's me, your old shipmate from the lighthouse. Many a month since I've set eye sockets on ye, mate. Ich glaube, wir müssen da rein. Time flows differently here. Oh, I've had some grand adventures. Das ist mal eine geile Shotgun hier. Das ist nicht Monkey Island, hier gibt's keinen sprechenden Schädel. Ich mich nicht irre, ist es der Schädel aus Monkey Island, von daher. Ja. Obwohl Monkey Island auch ein Piratenabenteuer ist. Oh, hi Jack. Boah, Sea of Thieves und Monkey Island im Crossover, das wäre mal was. Mhm. Ist ja auch ein Piraten. Ist auch ein Piratenspiel, vielleicht kommt das irgendwann mal. Wäre denkbar. Ich hoffe, LucasArts ist ja wieder aktiv. Könnte man ja mal machen. This is the first place I've found here where everyone appreciates my uniqueness. And no one's tried to lock me up. So, pull up a chair, grab a glass, because I have an eternity of stories to tell. Oi, you have my compass. But I left that back on the Oh, so you found the pearl, eh? Well, don't think that's going to drag me out of here. From what I hear, this so-called Sea of Thieves is nothing but cursed crews, the blasted trading companies, and antisocial skeletons. Oh yes, and now one Davy Jones. After us, Mama pass screenshots. There's nothing there for me. Screenshots das Video. I'm afraid you're wrong, Jack Sparrow. That's Captain Jack Sparrow. No, I don't think so. A captain doesn't abandon his ship or his crew. And just whose mustache do I have the dubious pleasure of addressing? Yes, Sir Arthur Pendragon, captain of the Black Witch. It was pirates like this that helped me when I lost my crew and my hope along with them. They reminded me that our Sea of Thieves is a special place. A place where you can be a pirate and a good man.
A place where anything's possible. Even falling in love with this idiot. Where we're stronger together. Somewhere worth fighting for. Das geht so gut. Where we need nothing more than the open waves and a ship beneath our feet. A place we can be free. What a ship is freedom. Well, now that you're all finished, I'll be taking my compass back. If you'd be so kind. Ich stelle mich einfach dazu. Ich will ihm den Kompass nicht geben. Der war unsere Karte. Ja, komm. Ja, komm, gib schon. What I want most. Belohnung erhalten. Sehr schön. Wait. Bahn eines neuen Schicksals. For luck. Sure I deserve that. Vergessen. Gehen wir jetzt alle um hier? Let's go. Rührende Musik. Ja. Gut, wir haben keinen Kompass mehr. Ich habe keine Ahnung, wo wir hingehen. Tja. Zurück zum Schiff dann. Würde ich annehmen, ja. Wo ist er denn? Ach, da oben! Ich weiß noch nicht, wer er heißt. Den Namen dürfen sie wahrscheinlich nicht verwenden, aber wir wissen alle, wer er ist. Ja. Oh, hier ist Jack. The Sea of Thieves, eh? Reden die über das Spiel? Bring me that horizon. Oh Gott, er ist auf dem Schiff, oder? Werden wir sehen. Ist er auf dem Schiff? Ich hab ihn noch nicht entdeckt, wahrscheinlich unten. Ja, hier ist er. Ja. Wir sind Captain, nicht du. Abhauen. Unser Schiff. Hammocks, Pillows, my own personal cabin. Wir haben das Kommando. Never mind that. Let us return to the land of the living. Nun. Er kommt jetzt. Ich hab vielleicht ein bisschen schlecht geparkt. Zeige ihm, wie das hier läuft. Jack, komm das mit. Holz bereit. Ja. Er wird jetzt lernen, wie richtige Piraten segeln. Zeigen das wir Jack. Noch. Zeigen wir Jack, wie man sein Schiff richtig vor. Oh, er hat sich aufgelöst. Der ist noch da, glaub mir. Nö. Ah, schaffen wir es? Ja, doch, er ist da. Wir fahren zu schlecht. Mit den Kanonen. Ah, okay. Wir schaffen das wirklich. Ich bin nicht davon ausgegangen. Und wo müssen wir lang, Jack? Ich weiß nicht, ich glaube nach rechts, oder? Ich habe nicht dich gefragt. Er hat den Kompass. Ich fahre einfach mal zur lustigen Stadt zurück, würde ich sagen. Ich würde sagen, auf das Grüne zu. Nee, Grün ist böse. Lass uns die Story beenden. Ja, machen wir. Wir haben ja auch schon. Mein Stream geht gerade 3 Stunden 26. Rechts, Modi. Rechts. Beschwert er sich, dass wir zu langsam fahren oder was? Wir haben auch schon 3:15, also. Meuterei. Bring ihn um! Noch Werte! Geht leider nicht. Noch ein bisschen weiter rechts. Ja, ja, ich weiß. Ich kann Schifffahrt. Ich nicht. So. Jetzt müssen wir reinkommen und uns die Seite aufreißen. So wie wir es wollen. Jo. Alter, halt die Fresse. Yo, ho, yo, ho, Piraten haben es gut. Okay, wo sind wir jetzt? Ach, hier wieder auf dem. Lade die Kanonen! Müssen wir jetzt noch kämpfen oder was? Nö. Aber ich schieße auf Tote. Und die kann man treffen! Jo.
bringt's was? Keiner. Hast du noch eine Brand? Hast du noch eine Brandbombe? Ich glaube ja. Moment. Ich habe eine Brandbombe und eine Nagelbombe. Ich gehe eher in die Kanonenkugeln. Moment. Ah, die waren oben. Oh, schön. Oh, sie drehen ab. Wie können sie nur? Die nächste werf ich. Wie wirft man die? In die Hand nehmen und dann einfach so. Also jetzt brennt unser Schiff. Und? Wir sind doch schon tot im Moment. Okay, wir haben keine mehr. Oh, sie spielen. Stell dich dazu. Oh. Zum Geburtstag viel Glück. Oh. Die Sonne geht auf. Oder unter. Beides. Sehr schön. Moment. Ich möchte. Moment. Oh, Wow. Du möchtest. Ich wollte ihm gerade ins Gesicht zeigen. Eigentlich. Bevor das hier passiert. Jetzt stehe ich mit der Trommel. Mit der Regenbogenfahne. Sehr ja. Schön. Mit dem umfassenden Segel. Und ich stehe mit der Trommel sehr unangenehm nah an ihm. Schön mal ein paar Screenshots machen. Ich screenshot das Video. Das ist echt gut. Oh. Oh, wir sind da. Er ist auf unserem Schiff. Und wir sind wieder in der Realität, oder? Ja, er hat sich gerade aufgelöst. Ne, bei mir ist er noch da, hier. Hier. Oh. Warum ist er ein Geist? Es geht mir scheinbar noch weiter. Ach, kümmere dich nicht darum, wo wir hinsegeln. Einfach irgendwie gegen den Felsen. Jetzt noch. Zeigen wir mal Jack, wie man sein Schiff richtig kaputt macht. Wir gehen nach Mauer's Peak, würde ich sagen. Erstmal fahren wir noch unser Schiff gegen die Wand. Oh, was ist das jetzt? Na, wir haben es abgeschlossen. Ist er noch da? Nein. Nö. Okay, dann zum nächsten. Oh, hübsches Steuerrad. Was ist denn das her? Das habe ich schon ewig. Was ist das da hinten? Ab zum nächsten Außenposten, Modi. Willst du jetzt noch eine Story machen oder was? Nö, ich würde Schluss machen, Lord. Achso, nächsten... ja gut. Ich habe mich schon gewundert. Captain, der verdammt. Ab zum nächsten Außenposten und dann beim nächsten Außenposten kann Schluss machen, würde ich sagen. Schon markiert, einfach östlich jetzt. Okay. Da hinten das Ding wird sein. Mach du mal. Du meinst wie immer? Ich bin oben. Ich hätte Ausguck. So, jetzt ist halt die Frage, was haben wir gekriegt? Ja, viel. Autsch. Haben wir jetzt endlich mal wieder eine Quest richtig, eine Story-Quest richtig abgeschlossen. Nicht abgebrochen, weil es gebackt hat. Wir waren kurz davor. Ja, aber haben es doch noch gemacht. Jetzt muss ich aber gucken. Habe ich den Geisterkug jetzt bekommen? Ja, habe ich. Cool. Ich dann wahrscheinlich auch. Ich glaube, ja. Da draußen müssen wir, da drüben müssen, ist das der Außenposten oder? Ja, wo müssen ich trinke wir? Nebel. Boah, der sieht echt geil aus. Was für ein Krug. Der hier. Hallo? Okay, jetzt soll ich mir mal holen. Bist du anwesend? Ja. Yep. Cool hier. Ja, das hier. Der sieht geil aus. Sehr schön. Wo kann ich ihn ausrüsten? Ausrüstungstruhe. Kosmetiktruhe. Der hat auch so einen richtig coolen Effekt. Ich möchte jetzt die Geisterinstrumente haben.
Oh. Habe ich den? Ah, ich, hab... ich weiß nicht, ob ich den habe. Einmal. Na, du hast genauso wie ich die Belobigung gekriegt, also ja, müsstest du haben. Ah ja, ja, haben wir hier. Guck der Verdammten. Ja. Na gut, ich habe jetzt eh die nächsten paar Wochen Urlaub, von daher. Ich denke mal, ich werde in der Zeit mal alle Story-Quests hier nochmal durchmachen und alle Achievements holen. Aber nicht die, die wir noch nicht haben. Nein! Die machen wir gemeinsam. Das machen wir gemeinsam. Reicht hier oder fahren wir näher ran? Ich würde anlegen, wenn es dort aufhören. Na gut. Wir sind übrigens im Vulkangebiet. Ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt schon kennst. Ich finde den anderen Krug besser. Nee, das Gebiet kenne ich nicht. Ich wechsle gerade wieder meinen Krug. Okay, könnte nämlich unangenehm werden, weil hier neigen Vulkane dazu, auszubrechen und das Schiff zu treffen. Okay, dann sollten wir schnell anlegen, bevor das passiert. Ich weiß nicht, ob das mal Außenposten auch so ist, aber... Ich mag das. Ich habe das Gebiet damals, als es rauskam, direkt durchgespielt. Prost. So anlegen dort hinten am Steg. Gut, also volle Kanne rein, sagst du. Yep, und Anker lichten. Auf Anker gehen. Anker sind für Anfänger. Ja, so, ganz genau so. So strandet man richtig. Juh. Oh, Siegler zum Mauer Peak Außenposten. Ich habe mein Achievement. Ja, ich auch. Sollen wir irgendwas zum Verkaufen oder? Nö, aber wir haben sehr viel Geld. Okay, dann machen wir nächstes Mal dann. Ich guck grad nochmal, was es so alles gibt. Captain der Verdammten haben wir jetzt. Dunkle Brüder kommt dann, ist dann die nächste. Jo. Und Herren der See ist dann das letzte, das mit das ist dann Davy Jones. Zwei haben wir noch vor uns, soweit ich sehe. Ein cooler Hut vielleicht. Hm. Ach, von deinem Geld willst du jetzt was kaufen oder was? Ja, ich habe 46.000. Wie viel habe ich? Oh, let's get you into something that's a little more. Ich hab 39.000. Hut wäre wirklich vielleicht das Interessanteste. Ach ja, das Tiefseekrabbenzeug wollte ich mir besorgen. Das fand ich cool. Ja. Ich erinnere mich. Oh, die sieht auch geil aus, die Augenklappe. Was kann ich mir denn leisten hier? Ach, eine Jacke. Sonst 1000. Hemd. Oh, das Ding sieht echt cool aus. Ja, kann ich mir nicht lassen. Tattoos. Titel. Ich guck mal, ob ich was fürs Schiff kaufen kann. Oh, das wäre mal was. Das wäre mal was. Ich kaufe mir ein hübsches Kleid. Natürlich. So, Kanonen. Kann ich mir Kanonen leisten? Nein, ich kann mir keine Kanonen leisten. Schön schulterfrei. Das auch nicht. Das ist alles bei 50.000 Minimum. Dann gucke ich mal, ob ich was von den 75 Dingensmünzen kaufen kann. Sind gar nicht so teuer. Ozeanisches zweifarbiges Kleid. Aha. Ach, das kostet nur 5.000 und passt zu meinem Bart. Das ist auch nicht schlecht. Ist gekauft. That's it, dress for success.
Gibt's nicht noch irgendwie so mit den antiken Münzen oder war das echt Geldzeug? Ach so, das ist die Outfitstruhe. Teil der Truhe. Ja, das Echtgeldzeug war ja da vorne im Moment. Hier. Sehr hübsch. Ich guck mal eben, was ich für 75 Echtgeldzeug krieg. Wahrscheinlich gar nichts, aber. Modi? Hm? Schau mal. Moment. Na, wie steht's mir? Moment, ich lade. Ja, gut. Schön schulterfrei. Schau mal, wie mir das Kleid steht. Okay, cool. Sehr schön. Hier gibt's was gratis. Was? Es gibt was gratis? Emote. Das nehme ich. Zeig her. Irgendwas sehr billiges. Ach, das ist der Echtgeldshop. Ja. Oder was? Schon saucoole Sachen. Und wo gibt's das Paar gratis? Irgendwo müsste da ein Emote sein. Finde ich jetzt nicht. Ja, das sieht geil aus. Na dann. Na dann würden wir Schluss machen. Ja, Moment. Oh, ich glaube, wir sind gesunken. Na. Kriegen wir noch ein bisschen Tanz hin. Tanzen. Hurra. War ich gerade unsichtbar? Keine Ahnung. Ich glaube. Sehe ich nicht bezaubert aus. Schön schulterfreies Kleid. Molly legt sich schlafen. Na komm, Tanz. Tanz, Molly, Moment, Tanz. Ich rüste mir eben den neuen Emote aus und dann sehen wir. Machen wir noch die Endcard. Tanzen wir in die Endcard. Das habe ich beim letzten Mal immer so gemacht, dass ich mich dann noch an den Strand gestellt habe und mal 20 Sekunden getanzt habe. Damit ich das dann. Dann lege ich Musik drunter und dann passt das. Na komm, gemeinsam in die Endcard. Den Mod ausrüsten. So,